dann beginne ich jetzt. Thema des Vortrages ist unschwer zu erkennen und die meisten von Ihnen wissen das auch. 200 Tage Kunduz, Erfahrung einer Kampfkompanie in Afghanistan. Ich selbst, Hauptmann Marcel Bonert, war zu der Zeit, in der ich in Afghanistan war, Kompaniechef der 2. L-92, 2. Panzergrenadier-Lehrbataillon 92 und bin von Juni 2011 bis Januar dieses Jahres Kompaniechef in der Infanteriekompanie Task Force Kunduz gewesen. Das ist die Abkürzung dafür, 2. Infanteriekompanie Task Force Kunduz. Im offiziellen Sprachgebrauch in Berlin das Ausbildungs- und Schutzbataillon. Wir haben uns selbst nicht so verstanden, auch unsere Vorgänger hatten sich so schon nicht verstanden. Und deshalb haben wir für uns den treffenderen und auch international gebräuchlichen Begriff gewählt, nämlich, wie ich es gerade gesagt habe, Infanteriekompanie in der Task Force Kunduz. Das Ziel ist einfach, meinen Erfahrungsschatz so an Sie weiterzugeben und Sie dann ja, so ein bisschen in die Lage zu versetzen, dass Sie sich vorstellen können, was es für einen Soldaten bedeutet, in den Einsatz zu gehen, 6,5 Monate dort unten zu bleiben und dann aus dem Einsatz auch wieder nach Hause zu kommen, wobei der Einsatz selbst im Schwerpunkt steht und das davor und das danach so ein bisschen ausgeblendet wird, aus Zeitgründen. Sie können natürlich im Anschluss, weil ich da die Möglichkeit zu einer Diskussion biete oder wir die Möglichkeit zu einer Diskussion bieten, natürlich alles fragen, was Sie im, um, vor dem, nach dem, wie auch immer, Einsatz interessiert. Ganz kurz zum Ablauf. Ich werde uns beide kurz vorstellen, werde nicht drum kommen, danach 10 bis 15 Minuten in etwa so einen Rahmen dafür zu bieten, was ich Ihnen danach sage. Also mal kurz, ich sag mal, wo ist Afghanistan, wo sind wir dort gewesen, welchen Auftrag haben wir, was ist unser Battle Rhythm, also der Rhythmus, in dem wir operiert haben und so weiter, vorzustellen. Und werde danach übergehen in einen Fotofilm. Wir haben eine ganze Menge Journalisten dabei gehabt. Einen habe ich hier gerade gesehen, überrascht mich sehr, freut mich ungemein, dass du auch hier bist. Ja, Maurizio Gambarini von der Deutschen Presseagentur, den habe ich auch das letzte Mal irgendwo unter Wabat in so einer verrückten Ortschaft unten in Afghanistan gesehen. Danach biete ich sozusagen dann die Möglichkeit oder bieten wir die Möglichkeit zu einer Diskussion in Bezug auf das Ganze. Die Fotos, die ich hier präsentiere, sind Fotos, die alle von Journalisten, die wir dabei hatten oder uns selbst aufgenommen wurden während unseres Einsatzes. Die sehen teilweise sehr hochwertig aus, aber liegt eben daran, dass das teilweise professionelle Gefährten waren, die uns da begleitet haben. Gut, ganz kurz zu den Fragen. Wenn es irgendwie geht, die Fragen im Anschluss stellen. Ist einfach dem geschuldet, dass hier so ein gewisser Zeitrahmen nicht überschritten werden soll. Wenn Sie ganz gravierende Fragen haben, die unmittelbar einer Klärung bedürfen, dann können Sie natürlich auch direkt hier fragen und dann werde ich das auch kurz und knapp beantworten. Ansonsten versuche ich mich ohne militärische Fachtermini, da wir offensichtlich eine recht heterogene Gruppe sind, in Bezug auf diesen Vortrag hier einzubringen. Und ja, denke dann, dass es eigentlich auch für jeden halbwegs verständlich sein soll, was ich hier erzähle. Keine Frage ist so dumm, auch das ist ja ein alter militärischer Grundsatz, also trauen Sie sich ruhig, wenn Sie irgendwas haben. Okay, dann komme ich ganz kurz zu einer Vorstellung. Ich selbst, Hauptmann Marcel Bonert, 33 Jahre alt, komme aus Schwerin, war Unteroffizier, 1997 in die Bundeswehr eingetreten, bin im KFOR-Einsatz gewesen, 1999-2000, habe da den Wechselantrag gestellt, mich im BFD noch mal ein bisschen ausbilden lassen, bin Offizier geworden, habe hier studiert an dieser Universität, freue mich auch sehr, wieder da zu sein mittlerweile, war zwischen 2008, also weg von der Universität und meiner Wiederankunft hier, die gesamte Zeit in Munster eingesetzt, als Zugführer, Kompanie-Einsatzoffizier, Kompaniechef, mit denen dann auch bei ISAF und ja, wie gesagt, seit Juli dieses Jahres Gruppenleiter der Fachbereichsgruppe 2 Bravo, das sind die, die sich nicht trauen, hier den Raum zu verlassen. Und ich habe noch jemanden mitgebracht, der auf den Flyer nicht angekündigt wurde, aber auch das konnten wir halt mal nutzen, um uns selbst wiederzutreffen, zum einen. Für Sie als Möglichkeit, auch mal Fragen zu stellen, die in so ein bisschen anderen Bereich gehen. Der gute Mann war Simica, also zuständig für die zivil-militärische Kooperation in meiner Zeit dort unten, in meiner Kompanie. Und für die Angehörigen der Marine mal das ganz klare Signal. Ich bin Infanterist oder mechanisierter Infanterist und war draußen auf Patrouille. Und dieser Kapitänleutnant hier hat mich rund um die Uhr in den gefährlichsten Regionen begleitet. Also habe ich meinem Jahrgang auch schon öfter gesagt, wer meint, er ist in der Marine und der muss dann schon nicht im Kunduz, im Schadaré irgendwie dann in Feuerkämpfe oder unter AED-Bedrohung agieren, der irrt unter Umständen. Der lebende Beweis hier, Kapitänleutnant Björn Schreiber, kurz zu seinen Daten, er kommt aus Uetersen,
Ja, hat auch mit mir zusammen hier studiert, ein Jahr über mir. Ist wie ich auch UN-Militärbeobachter, hat am Anfang hier so eine ja, tatsächlich typische Marinekarriere hingelegt, ist dann irgendwann aber zu CIMIC gewechselt, das ist das, was ich gerade gesagt habe, zivil-militärische Kooperation in diesem Bereich, war dort einmal im Einsatz in Masar-i-Sharif und der intensivere Einsatz ist dann mit meiner Kompanie erfolgt, da war er auch 6,5 Monate und hat mich hier begleitet. Gut, das ganz kurz dazu. Wir steigen jetzt mal ins Thema ein. Nur ganz kurz, um die Rahmenbedingungen nochmal für jeden Einzelnen hier zu klären. Es geht also nach Afghanistan, ca. 5000 Kilometer südostwärts unseres jetzigen Standortes. Nach Zentralasien, das ist Afghanistan, umrundet von vertrauenserweckenden Ländern wie China, Iran, Pakistan, Turkmenistan und so weiter. Der Nordsektor, das sogenannte RC North, ist der Bereich, in dem die Deutschen die Führungsverantwortung haben. Und dort gibt es verschiedene Stützpunkte, wie man hier sieht. Ich glaube, Faisalabad ist mittlerweile offiziell an die Afghanen übergeben. Und ich selbst war mit meiner Kompanie da, wo es zuletzt immer wieder am meisten gebrannt hat. Und das ist eben der Bereich Kunduz. Die 2. Infanteriekompanie Task Force Kunduz, das ist die Abkürzung, hatte ich bereits gesagt, das ist das taktische Zeichen, gliederte sich im Wesentlichen in folgende Bestandteile, nämlich 2 Infanteriezüge und einen Panzergrenadierzug. Das war unser Wappen, der Falke als Wappentier gewählt, weil er in Afghanistan ein sehr wertgeschätztes Tier darstellt und wir im Counterinsurgency-Ansatz und im Partnering mit den Afghanen dort auch unsere Wertschätzung gegenüber diesem Land ausdrücken wollten. Klingt ein bisschen hölzern, aber ich komme gleich noch ein bisschen mehr auf das Thema, wenn wir in das einsteigen, was dort unten so passiert ist. Das also vor allem die Elemente meiner Gefechtsführung. Ja, für die, die jetzt Bundeswehrangehörige sind, ein Infanteriezug mit Füchsen, Dingos, 35 Soldaten, der andere Infanteriezug ebenfalls so gegliedert und ein Panzergrenadierzug, in dem vorrangig Schützenpanzer vorhanden waren. Hinzu kommt das, was man eben für die Operationsführung darüber hinaus noch braucht. Meine Kompanieführung, diejenigen, die mich in der Operationsführung direkt unterstützt haben, mich beraten haben im Vorfeld. Eine Scharfschützengruppe, die ich generiert habe, gegen den Willen der Zugführer, die ihre besten Leute abgeben mussten, die mir aber dann als 4. Element, so ich es dann brauchte, zur Verfügung stand oder die jeweiligen Züge je nach Auftrag verstärken konnten. Und dann natürlich die Kampf- und Unterstützungskräfte, Versorgungselemente, die jede Kompanie hat, um Instandsetzung, Versorgung, Logistik und so weiter auch im Kompanierahmen gewährleisten zu können. So sah das Ganze aus. Mein Spieß habe ich auch gerade entdeckt, das freut mich auch ungemein. Er hat auch nicht angekündigt, dass er hier heute erscheinen wird. Ich selbst als Kompaniechef, ich habe mir 2 weitere Offiziere in der Kompanie mitgenommen, den Stellvertreter und den Kompanie-Einsatzoffizier. Die haben in Schichten den Kompanie-Gefechtsstand geführt und ich war dann frei sozusagen und konnte da, wo ich den Schwerpunkt gesehen habe, mit operieren. Spieß hatte ich gerade genannt. Auch der kann gerne für Fragen danach noch missbraucht werden, sage ich mal. Ich delegiere das gleich mal ein bisschen ab. Auch wenn Sie jetzt nicht mehr in meinem direkt unterstellten Bereich sind. Dann Kompanietruppführer, Nachschubdienstfeldwebel oder Materialbewirtschaftungsfeldwebel. Der S6-Feldwebel, zuständig für IT, den habe ich irgendwann weggeschickt, habe mir dafür einen Hauptmann in die Kompanie geholt, der für die militärische oder fürs militärische Nachrichtenwesen verantwortlich war und da agiert hat. Also gegen den habe ich einen S6 ausgetauscht, einen Schirmmeister. Und dann hier unten die, die ich gerade schon genannt habe, 3 Zugführer und einen Scharfschützengruppenführer. Der Zugführer, Angehörige der deutsch-französischen Brigade, also nicht organisational von Beginn an in meiner Kompanie aufgehangen. Ich musste einen Panzergrenadierzug abgeben, weil auch die Jäger, die dort nach Afghanistan gehen, einen Panzergrenadierzug dabei haben. Und die sind halt an den OP North mit der Task Force Masar-i-Sharif gegangen, haben einen meiner Züge mitgenommen oder mitbekommen. Und ich selbst habe einen Infanteriezug bekommen, der eben das Berett der deutsch-französischen Brigade getragen hat. Ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, ich hatte das im kleineren Kreis schon öfter gesagt und die, die dabei waren, haben es auch erlebt. Es ist sehr schwierig, einen Zug aus einem gewachsenen Gefüge herauszureißen, den irgendwo hinzustecken und dann einen anderen Zug in ein gewachsenes Gefüge hinein zu platzieren. Gerade wenn, so wie diese Kameraden, das Ganze ungefähr 1000 Kilometer in Deutschland entfernungstechnisch bedeutet,
Also die kamen halt aus Ilkirch in Frankreich und wurden uns ein halbes Jahr vor dem Einsatz zugewiesen und kamen dann mal gelegentlich vorbei. Da konnte weder ich auf taktischer Ebene noch der Spieß auf menschlicher Ebene einen direkten Stempel aufbringen. Das hat auch immer wieder zu Verwerfungen geführt. Auch wenn wir sagen, wir haben im Nachhinein uns hier nichts vorzuwerfen, das liegt in der Natur der Sache. Ja, die Kulturen, gerade in Kampfkompanien, die sind halt sehr unterschiedlich und sehr verschieden ausgeprägt. Und man findet da nicht ohne weiteres direkt zueinander. Gut, zur Bedrohungslage in Afghanistan. Das sind die beiden Dinge, die ich mir im Vorfeld als Bedrohungslage identifiziert habe. Das sind einmal IEDs, Improvised Explosive Devices, also versteckte Sprengladungen. Und das sind auf der anderen Seite Hinterhalte, die direkt durch Taliban auf uns gelegt wurden. Also, ich sag mal, Feuergefechte im klassischen Sinne. Und eine Kombination aus beidem, dass wir dann unter dem Begriff komplexer Hinterhalt geführt haben. Das heißt, erst eine Ansprengung und danach ein Feuergefecht oder andersrum ein Feuergefecht und danach eine Ansprengung. Tatsächlich hat uns das hier am meisten beschäftigt und das fast gar nicht mehr. Ich war 2010 dort unten bei meinen Vorvorgängern. Hauptmann Wolfgang Schröder war der Kompaniechef. Er hatte 3 Monate, nachdem er seinen Einsatz begonnen hatte, bereits 25 Verwundete in seiner Kompanie, 4 davon schwer verwundet. Und ich habe da Sachen gesehen, die mir wie ein Albtraum erschienen zu dieser Zeit, muss ich wirklich sagen. Und wir waren auf alles vorbereitet, wir haben uns in der Kompanie auf alles vorbereitet. Die Zeiten hatten sich aber tatsächlich innerhalb eines Jahres gewandelt. Und das hier war unser Hauptproblem und das fast gar nicht mehr. Wir haben 17 IEDs gefunden, wurden in der Kompanie einmal angesprengt und haben nur ein einziges Feuergefecht geführt, Teile der Kompanie. 3 Gründe, die ich jetzt im Nachhinein dafür identifiziere. Erstens, die Kräfte, die dort 2010 agiert haben, und das waren die schwersten Gefechte, die die Bundeswehr in ihrer Geschichte erlebt hat, haben massiv zurückgeschlagen, wenn sie vom Gegner angegriffen wurden, haben auch nachgesetzt. Und zwar mit allem, was die Bundeswehr einem dort unten zur Verfügung stellt. Und das ist eine Menge. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also, da hat die Panzerhaubitze geschossen, da haben die Jets Bomben geworfen, da haben die Scharfschützen agiert, da waren Kampfhubschrauber der Amerikaner, die unterstützt haben und so weiter. Zweitens, warum uns das hier weniger interessiert hat. Ich hatte deutlich mehr Kräfte zur Operationsführung zur Verfügung, als das unsere Vorvorgänger zu dieser Zeit hatten. Die mussten Vorposten, die Höhe 431, 432 besetzen und da war schon mal 1/3 der Kompanie weg. Und dann kann man halt mit 1,5 Zügen auch nicht mehr ganz so viel machen. Wir selbst hatten diese Vorposten bereits an die Afghanen übergeben und deshalb standen mir für die Operationsführung alle Soldaten, die ich in meiner Kompanie hatte, plus Unterstützer tatsächlich zur Verfügung. Und das waren in Höchstzeiten 250 Soldaten, die ich im Felde geführt habe. 250 Soldaten. Nicht nur meine eigenen, das waren nämlich nur 128 Infanteristen oder Panzergrenadiere, die meiner Kompanie direkt angehörten, sondern all die, die mir für die Operationsführung darüber hinaus noch zur Verfügung gestellt wurden. Wir hatten immer dabei ein EOD, Kampfviertelsucher, Kampfviertelaufklärer, ein EOC. Das Tactical Simic Team, die für die zivil-militärische Kooperation verantwortlich waren. Das Tactical Psy-Ops Team, sowas wie psychologische Kriegsführung. Ein CG-20, das ist ein Störer, der so eine Störglocke aussendet und IED-Strikes verhindern soll. Immer Pioniere, ein Joint-Fire-Support-Team, das sind Artilleristen, die Hubschrauber, Flugzeuge, die Panzerhaubitze für mich gelenkt haben und so weiter und so weiter. Sanitäter, eine Ärztin hatte ich immer dabei. Also die Kompanie war oft mehr als das Doppelte in Operationen oftmals angewachsen. Ich hatte den 3. Grund vergessen. Grund 1. Unsere Vorvorgänger haben massiv gekämpft. Grund 2, wir hatten so viele Kräfte zur Verfügung, dass wir immer massiv auftreten konnten und der Gegner in bestimmten Fällen gar nicht gewillt war, uns anzugreifen, weil er wusste, was dann passiert. Ja, also wenn so ein Zug und ein Zugführer, Hauptfeldwebel, hat da teilweise 25 Fahrzeuge geführt. Wenn so ein Zug da um die Ecke biegt in die Ortschaft oder in den Rand der Ortschaft, dann überlegt sich jemand zweimal, ob er da wirklich angreift oder nicht. Übrigens auch für die Soldaten unter uns, die können sich ja vorstellen, was so ein Zugführer Hauptfeldwebel denkt. Wenn ich dem jetzt sage, pass auf, Zugführer sind jetzt nur noch Offiziere und ihr macht jetzt mal einen Schritt in die 2. Reihe zurück. Ja, da fühlt sich ein Hauptfeldwebel, der sowas durch hat, natürlich deutlich degradiert. Also nicht, dass ich mich nicht freue, dass sowas aufgewertet wird, aber das muss man halt auch immer berücksichtigen, die Porte-P-Ebene. Der 3. Grund,
Kann natürlich auch sein, dass das Ganze eine Abwartehaltung des Gegners ist, um dann nach 2014 wieder um die Ecke zu kommen und seine Kräfte zu schonen. Denn unsere Vorvorgänger haben wirklich massive Verluste beim Gegner hervorgerufen. Es gab dort Gefechte, die teilweise 60 Gefallene auf der Gegenseite hervorgerufen haben. Und das ist natürlich auch was, wo den Insurgents dort irgendwann die Kräfte ausgehen. Ja, nochmal ganz kurz zu dem, was wir dem entgegensetzen konnten, was uns dort oder womit uns aufgelauert wurde. Dingo und Fuchs, hatte ich gesagt, der SPZ-Marder, Schützenpanzer-Marder, ebenfalls in dem Einzug vorhanden und dann alle möglichen Waffengerät, ja, die man sich so in der Bundeswehr vorstellen kann. Also wir haben hier als Beispiel eine Granatmaschinenwaffe, die Panzerabwehrwaffe oder Panzerabwehrwaffe Milan, ein Scharfschützengewehr MG4. Sie sind dort bestens ausgestattet. Und das muss man auch wirklich deutlich relativieren, was in den Medien teilweise rumgeistert in Bezug auf die Ausrüstungssituation der Bundeswehr da vor Ort. Die Bundeswehr hat da wirklich eine rasante Entwicklung vollzogen und wir konnten da wirklich aus dem Vollen schöpfen. Also wir haben fast all das gehabt, was das Herz begehrt, das muss man wirklich so sagen. Kampf von der Stütze hatte ich ebenfalls gerade gesagt, ebenfalls aus dem Vollen. Die Panzerhaubitze 2000, die im Feldlager stand, die dann geschossen hat, wenn wir es brauchten. Alle möglichen Drohnen, das ist jetzt die Aladin, die Drohne der Aufklärungskräfte, eine Mikado-Hubschrauberdrohne, ein F-15 oder F-16 Kampfjet, kann ich jetzt nicht sagen, von den Amerikanern, die ebenfalls uns zugeteilt und von uns gesteuert und gelenkt wurden. Weiteres Beispiel, die amerikanischen Helikopter, Rettungshelikopter, die deutsche Kräfte auch aus heißen Zonen immer wieder ausgeflogen haben. Den muss man wirklich Respekt zollen, da die auch in heißen Zonen landen und dann einfach, ohne dass da rundum gesichert wäre oder so, die Verwundeten dann bergen oder aufnehmen, besser gesagt. Und ein weiteres Beispiel hier unten angeführt, mit dem wir ebenfalls, oder Kräfte, mit denen wir ebenfalls sehr viel gemacht haben, das amerikanische Boot Clearance Package, RCP, eine Einheit zur Streckenräumung, die den eigenen Kräften voraus Straßen hinunterfahren konnte und damit einer merkwürdigen Fahrzeugkolonne den Boden detektiert hat und geschaut hat oder geprüft hat, ob dort IEDs drin sind. Mit leider einer sehr geringen Erfolgsquote, aber auch pragmatisch gesehen, wir wussten zumindest, dass es keine Pressure Plate IEDs sind, die dann noch vor uns liegen. Also keine Druckplatten, auf die man auffährt und die dann detonieren, weil das hätten diese Fahrzeuge dann vor uns schon ausgelöst. Gut, ein weiteres Beispiel für das, was uns zur Seite stand, das ist die Hindenburg. Eine, ja okay, das ist der Name, den man offiziell nicht nutzen soll. Die Hindenburg, eine, ja was ist denn das eigentlich, eine Drohne oder wie bezeichnet man das? Ich sag mal, ja, das ist eine Kamera, die an einem Luftschiff angebracht ist, das an einem Seil hängt. Dieses Seil kann höher oder niedriger oder ja, kürzer oder länger sein, also die Drohne oder diese Hindenburg höher oder niedriger hängen. Hängt im Feldlager. Und liefert dann tatsächlich im Feldlager direkte Bilder in der Operationszentrale von dem, was drumherum passiert. Die hat eine Aufklärungstiefe von bis zu 24 Kilometern Radius. In den Randbereichen sieht man natürlich dann nur noch aus einem sehr schwierigen Winkel und kann dann durch Bewuchs und so weiter möglicherweise auch nicht erkennen, was genau sich da abspielt. Aber das weiß der Gegner im Zweifelsfall auch nicht, sondern wenn das Ding oben ist, gibt das schon so ein gewisses Sicherheitsgefühl, auch für unsere eigenen Soldaten. Und letztendlich ja, haben wir sie auch oben gehabt, wenn sie teilweise nicht sehen konnte. Und das war durch Sandstürme, Bewuchs und so weiter schon gegeben. Und bei Sturm und so weiter kann man die auch nicht besonders hochlassen, weil die auch etwas wetteranfällig ist. Ich glaube, irgendwo am Upi North ist so ein Ding auch mal weggeflogen dann im Zweifelsfalle. Das bringen die dann auch wieder zurück. Auch auf das Beispiel kommen wir gleich zu sprechen. Aber erstmal ist halt weg und kostet bestimmt sehr viel Geld. Gut, ganz kurz zum Partnering. Partnering, also die Zusammenarbeit mit den Afghanen, das ist etwas, was uns von oben aufdoktriniert war und etwas, das wir auch wirklich ernst genommen haben und ich kann das wirklich sagen, durchgängig praktiziert haben. Wir haben keine einzige Operation, keine Patrouille, nichts ohne Afghanen gemacht. Und wir haben gerade am Anfang sehr, sehr viele Patrouillen gemacht. Ja, da haben einige Soldaten am Anfang tatsächlich ganz schön zu kämpfen gehabt, sage ich mal vorsichtig. Dieses Partnering, auch ganz kurz, ein Exkurs, leitet sich aus dem Counterinsurgency-Ansatz ab. Counterinsurgency, ein Population-Centric Approach, den wir dort in Afghanistan fahren. Also ein Ansatz, bei dem die Zivilbevölkerung im Zentrum steht,
im Gegensatz zu einem Ansatz, bei dem die Vernichtung des Gegners im Zentrum steht. Man hat also erkannt, dass der Konflikt in Afghanistan nur dann noch zu gewinnen ist, wenn wir es irgendwie schaffen, die Bevölkerung auf unsere Seite zu ziehen. Und das schaffen wir nicht dadurch, dass wir mit Fahrzeugen in Ortschaften fahren, da durchrauschen mit einer riesen Staubfahne hinter uns, sondern dadurch, dass wir die Fahrzeuge im Ortsrand stehen lassen, Boots on the ground durchführen, abgesessen in die Ortschaften hineingehen und da wirklich aktiv mit der Bevölkerung kommunizieren und denen dort das Gefühl geben, dass wir für deren Sicherheit garantieren können, zumindest, dass wir die Stärkeren und Besseren sind und da an der Stelle Überzeugungsarbeit leisten. Da kann der Mann vom Simic-Team bestimmt etwas mehr zu sagen, da ich mich da immer dezent rausgehalten habe, um mich auf die Taktik zu konzentrieren und dieser Aufgabenbereich so ein bisschen mehr bei euch gelagert war oder sein konnte, weil ich euch eben hatte. Das Partnering entweder mit der afghanischen Polizei oder mit der afghanischen Armee oder mit sogenannten Local Security Forces, SIP Guards, Kräften, die als Milizen auf unserer Seite operiert haben. Die afghanische Polizei, die mit uns im Polizeihauptquartier, im DHQ, gewohnt hat und gelebt hat, hat wirklich jede Patrouille begleitet, ohne dass man da groß diskutieren musste. Die afghanische Armee haben wir im Laufe unseres Einsatzes dazu bekommen, auch in Bereiche mit uns zu gehen, wo die sich vorher einfach nicht reingetraut haben. Und in Bezug auf die Local Security Forces, es gab 300 in dieser Zeit, in der wir da unten waren, im Shahdare, das ist der Raum, für den wir verantwortlich waren, der Distrikt Shahdare oder Shahdara. Die haben dort kleine Posten besetzt und haben letztendlich auch zu unserem Operationserfolg beigetragen. Sind aber in Teilen reintegrierte ehemalige Gegner. Also wir hatten ein lustiges Erlebnis mit dem Haufenübel Half. Das ist mein TPT, mein Tactical Psy-Op Team Führer gewesen, der dort in einer Gesprächssituation in einer Shura mit Afghanen jemanden erkannt hat, vor dem er noch oder mit dem er noch vor 2 Jahren oder 1 Jahr, 1,5 Jahren in einem Feuergefecht stand, und zwar auf der Gegenseite. Die beiden haben sich wiedererkannt, haben sich gefreut, haben sich umarmt, haben sich lustige Geschichten erzählt und dann war wieder gut sozusagen. Aber das ist ein schwieriges Thema, das ist sehr, sehr schwer zu verstehen mit europäischem Wertehorizont. Aber faktisch in Afghanistan, und sie dürfen da nicht jedem alles nachtragen, was er in seiner Vergangenheit mal gemacht hat. So hart das klingen mag, gerade angesichts unserer Gefallenen und Verwundeten. Aber wenn es doch noch ein Erfolg werden soll, dann ist das die einzige Variante, dass man halt auch Kräfte, die nicht lupenrein sind, irgendwie auf seine Seite holt und die für einen selbst agieren lässt. Kurz zum Battle Rhythm. Das ist eine Karte des Distrikts Shahdare, für den wir verantwortlich waren. Hier ungefähr das Feldlager Kunduz, das ist die Stadt Kunduz und das ist unser Vorposten, das DHQ. Und was passiert ist, wir waren in der Taskforce Kunduz, 2 Infanteriekompanien und haben uns im Raum, also hier draußen, abgewechselt. Ich bin also in meiner Kompanie aus dem Feldlager hier an Kunduz vorbei, in diesen Vorposten gefahren, habe da mit dem anderen Kompaniechef abgeklatscht. Er hat mir quasi gesagt, was er die letzten 2 Wochen im Raum gemacht hat. Und dann ist er mit seiner Kompanie wieder reingefahren und war dann im Feldlager und wir haben dann hier draußen operiert. Das ist größer, als man meinen mag. UTM-Gitter hier, 1 Kilometer mal 1 Kilometer. Also tatsächlich ein sehr großer Raum, den man da mit einer einzigen verstärkten Kompanie beackert. Letztendlich ist es uns aber in unserer Zeit gelungen, die Sicherheitsblase, die bei unseren Vorgängern in etwa so aussah, auf das komplette Shahdare auszudehnen, mit Ausnahme, ich glaube, 2 Ortschaften hier oben im Bereich. Also wir haben für unsere Ebene, für unsere Kleine tatsächlich einen Fortschritt erzielt und sind da auch, sage ich mal, vorsichtig stolz drauf. Sicherheitsblase in dem Sinne, dass ich dort in jeder dieser Ortschaften einmal war, mindestens einmal, es sind über 70 Ortschaften, wir waren in den allermeisten Ortschaften davon öfter, und in dem Sinne davon, dass ich da wirklich hinfahren kann, dort absitze, in die Ortschaft hineingehe und halbwegs, zumindest halbwegs sicher sein kann, dass ich da jetzt in kein Gefecht gerate. IEDs haben wir immer komplett in dem ganzen Bereich vermuten müssen, aber wir waren halt keinen offenen Gefechten ausgesetzt.
Und letzte Folie dazu, zum Battle Rhythm. In etwa für den einzelnen Soldaten hat sich das Ganze in der Kampfkompanie so dargestellt. 14 Tage Raumverantwortung, also die Zeit, wo wir wirklich draußen im Distrikt waren und draußen operiert haben, gegenüber in etwa 10 Tagen im Feldlager. Und in der Raumverantwortung, ja, haben wir halt versucht, diese Sicherheitsblase zu weiten, haben dort Gesprächsaufklärungen gemacht, Sicherungs-, Überwachungsaufträge, also all das, was sozusagen da draußen das Handwerk ist. Und wenn wir drin waren, das war leider auch nicht nur Erholung, ging es natürlich daran, die Fahrzeuge wieder auf Vordermann zu bringen und die Waffen, die haben ganz schön gelitten. Letztendlich auch uns zu regenerieren, wir hatten immer noch ein paar Wachaufträge und so weiter an der Backe, mussten natürlich auch die nächste Raumverantwortung komplett durchplanen. Es war also nicht nur Entspannung da drin, aber in der Regel hatte man dann doch Zeit, abends mal die 2 Dosen, die man trinken darf, sich reinzuschütten. Und die Differenz zwischen dieser Zahl und dieser Zahl ergibt sich daraus, dass wir teilweise in der Phase Wechsel dann auch mit beiden Kompanien im Raum geblieben sind. Also das sind dann die Taskforce-Operationen, wo dann beide Kompanien zeitgleich mit noch mehr Mannkraft im Distrikt unterwegs waren. Okay, und dann werde ich jetzt, das war sozusagen jetzt die Vorinformation, und jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Ich zeige Ihnen Fotos und Bilder und schildere Ihnen mal so den Einsatzverlauf kategorisch und so gut es geht auch chronologisch. Bis hierhin irgendeine ganz wichtige Frage, was Sie unbedingt schon loswerden wollen? Nix? Gut. Dann beginnen wir mal mit der Ankunft im Einsatzland. Also, Sie steigen hier in Deutschland, in Bonn, in Köln, wo auch immer, in einen schicken Airbus und werden dann in thermisch Usbekistan dieses Flugzeug verlassen, halten sich da ein bisschen auf. Und dann geht es in eine Transall. Das sind die Plätze, die weiter hinten in dieser Transall vorhanden sind. Die sind recht bequem. Weiter vorne sitzt man recht gequetscht. Und die Stimmung, wenn man dann in den Kessel, also Spitzname für Kundus, in den Kundus fliegt, dann ist die Stimmung da tatsächlich auch etwas gedrückter. Und die Soldaten haben ihre Helme teilweise unter den Sitzen, damit, wenn Beschuss von unten erfolgt, sie ihre Weichteile entsprechend in Sicherheit bringen. Diese Transall hebt ziemlich steil nach oben ab und setzt dann ziemlich steil auch wieder auf. Sie machen also einen Sturzflug. Ich erinnere mich da an einen Oberfeldwebel, der dann seine Tüte auch ziehen musste und dafür auch noch Spott und Häme einstecken musste, so die nächsten Wochen. Ziel ist natürlich, dass dort Beschuss nicht ohne weiteres möglich ist, weil die Segler da nicht oder diese Transall nicht einfach über das Gebiet segeln, sondern dann ziemlich genau über Kundus dann auch im Sturzflug darunter gehen. Und dann bleibt auch gar nicht viel Zeit. Die Vorgänger wollen raus. Sie werden in die Verantwortung geschmissen. Sie richten sich kurz ein, übernehmen ihren Fernseher, ihren Kühlschrank, was auch immer da drin zu bieten ist. Und beginnen dann mit der Materialübernahme. Mit Waffen, mit Munition, mit Fahrzeugen, mit Westen, mit Schutzbrillen, mit all der Spezialausstattung, die dort unten vorhanden ist. Es ist ungemein viel. Es gibt ja auch Bestände, die nicht mehr klar nachweisbar sind, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, die man aber gerne nimmt. Die kommen halt aus anderen Zeiten, als dort deutlich mehr los war. Und sie sind dann tatsächlich erstmal gut aufgestellt mit dem, was ihnen da an die Hand gegeben wird. Es geht dann, auch bei uns war es nach 3 oder 4 Tagen schon das erste Mal raus, noch unter dem Schutz ihrer Vorgänger oder seiner Vorgänger, in eine Region, die relativ sicher ist. Das war bei uns die Westplatte, das ist eine Wüstenregion am Rande oder ziemlich weit entfernt von Ortschaften. Und dort schießt man dann erstmal seine Waffen ein. Also jeder Soldat kriegt eine persönliche Waffe zugeordnet, hat da seinen Haltepunkt, den er zu ermitteln hat und lernt dann mit der Waffe dort unten umzugehen. Und hier sind dann auch schon die Vorschriften, die sie teilweise in Deutschland plagen, null und nichtig. Der Soldat ist ausgebildet, kommt da runter. Der kleine, hauptgefreite Mannschaftssoldat hat jetzt die Verantwortung, mit seiner Waffe, mit scharfer Munition, Patrouillen durch Ortschaften zu laufen. Und sie können sich ab diesem Zeitpunkt tatsächlich auf die Jungs verlassen. Das heißt, sie stellen ihnen eine große Kiste mit Munition, die greifen einmal rein, laden ihr Magazin auf und schießen dann irgendwie grob in diese Richtung. Ne, da ist kein Munitionsnachweis erforderlich, da wird keine Schießklatte geführt. Die müssen auch nicht mehr erklären, wie er seinen Haltepunkt dann wählen muss, sondern das können die dann tatsächlich schon alleine. Und das Vertrauen müssen sie letztendlich auch in diese Kräfte haben. Es droht ein bisschen zu entarten manchmal. Da muss man sagen, Jungs, ganz ruhig, ne? Mal ein bisschen koordiniert, nicht, dass hier noch was passiert. Aber grundsätzlich kann man dann nach Herzenslaune mit jeder Waffe, jeder Munition erstmal so ein bisschen rumballern. Ne?
Gut, dann die offizielle Übernahme. Das ist mein Vorgänger, ein falscher Mega. Sie sehen also, auch Truppengattungen spielen da nicht mehr ganz die große Rolle. Mein Vorgänger war ein falscher Jäger. Davor waren es auch Gebirgsjäger. Ich bin Grenadier. Jäger sind dort auch unten. Sie machen da alles dasselbe. Also auch für die, die mal bei mir im Büro sitzen und immer sagen, die Truppengattung. Auch der falsche Jägerkompaniechef hat 2 Infanteriezüge, einen Panzergrenadierzug und gegebenenfalls noch eine Scharfschützengruppe. Da unterscheidet das nicht mehr nach Truppengattung außerhalb der Kampftruppen. Und wir hatten auch Panzermänner bei uns in der Kompanie, die direkt zugeordnet waren und all die Unterstützungskräfte, die ich gerade schon genannt hatte. Also, die offizielle Übergabe, weil immer nur einer kann der Chef sein, von ihm an mich. Ich hatte dann quasi beide Kompanien disziplinarisch unterstellt, aber man fuscht dem anderen natürlich nicht rein. Er hat dann seine Jungs nach und nach ausgeschleust und unsere kamen dann nach und nach rein. Es ging dann auch schon ziemlich zügig, das hatte ich gerade gesagt, in die Operationsplanung. Das Ganze fand noch im Feldlager statt. Mein Vorgänger hat sich mit mir an die Karte gestellt, hat gesagt, pass auf, in diesen Bereichen waren wir. Da war unsere Grenze und schön wäre, wenn du vielleicht da irgendwann hinkommst. Und dann meldet er sich auch schon ziemlich schnell ab, weil auch er fuscht keinem anderen Chef rein. Und dann sitzen sie da mit ihren Plänen und Karten und ihren Unterstützern und planen Operationen. Er hat mir quasi die Grenzen seiner Sicherheitsblase aufgezeigt. Und der Anspruch ist natürlich, an dieser Grenze anzusetzen und dann weiter in den Raum vorzustoßen. Kann man aber nicht machen oder haben wir so nicht gemacht, weil der oder die Soldaten natürlich mit der Situation in Afghanistan am Anfang ziemlich überfordert sind, um es mal gelinde auszudrücken. Und da schließe ich mich selber nicht aus. Sie fahren da raus und denken erstmal, alles klar, jetzt knallt es gleich. Da ein ID, da ein ID, da ist ein Feind, da könnte jemand sitzen, da zuckt jemand in seiner Tasche rum, der wirft bestimmt gleich was und so weiter und so weiter. Sie haben keine Situational Awareness, kein Gespür für die Situation. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie am Anfang erstmal ganz in Ruhe mal so ein paar kleine Patrouillen machen, wo der Soldat erstmal lernt, mit sich selbst klarzukommen, wo er merkt, okay, meine Weste, so und so schwer ist das, so und so viel Wasser brauche ich, hier ist meine Munition, da ist mein Magazin, passt das alles? Zivilbevölkerung, okay, so und so bewegen die sich normalerweise. So und so sieht das möglicherweise aus, wenn das doch mal etwas feindlicher gesinnt ist und so weiter und so fort. Und so haben wir erstmal 2-3 Wochen Low-Op gemacht, also etwas geringer oder einige Operationen mit etwas geringerer Intensität und sind danach dann erst an die Ränder dieser Sicherheitsblase gegangen und haben danach erst angefangen, die zu weiten. Und was meine Zugführer von mir bekommen haben, sind einfach immer so ein paar Zettel von mir persönlich gemalt, so ein paar, ich sag mal, so eine grobe Skizze aus dem Bereich mit ein paar taktischen Zeichen, einem Entschluss daneben, also wer tut was, wann, wie, wo, wozu. Das haben die bekommen, da konnten sie ihre Rückfragen stellen und dann sind die damit auf Patrouille gefahren und haben dort ihre Operation durchgeführt. Im Rahmen einer Befehlsausgabe habe ich dann diesen Kräften das Ganze nochmal erörtert, auch den größeren Rahmen, wofür wir das hier machen, was das Ziel des Ganzen sein soll und so weiter. Das sieht jetzt relativ voll aus, liegt nicht daran, dass da jetzt jeder mal irgendwie mitmacht oder dabei ist, sondern dass das tatsächlich nur meine Unterführer sind. Ich hatte ja gesagt, 3 Kampfzüge und eine Scharfschützengruppe und im Prinzip könnte es das ja sein. Nein, hier kommen jetzt all die Führer der Kräfte hinzu, die ich vorhin genannt habe. Also mein TCT, mein TPT, mein EOD, mein EOC, meine Ärztin, meine Sanitäter, meine Pioniere. Ich vergesse bestimmt wieder irgendjemanden, nicht, dass sich da jemand übergangen fühlt. Mein Spieß und so weiter und so fort. Sodass auch jeder dieser Unterführer sozusagen in die Lage gesetzt wurde und dann in seinem unterstellten Bereich diese Informationen runtergebrochen auf die andere Führungsebene weitergeben konnte. Gut, und dann ging es raus. Wir sind immer, hatte ich vorhin gesagt, zunächst in einen Außenposten gefahren in diesem Schaderee, das sogenannte Polizeihauptquartier, das PHQ oder neuerdings DHQ. Das muss man sich in etwa so vorstellen, ein ummauerter Bereich, in dessen Mitte ein Innenhof sich befindet. Und in diesem Innenhof hat sich sozusagen das soziale Leben abgespielt, wenn man nicht in Operation war. Ich habe das Foto der Höhe 431, die wir zu Beginn noch besetzt haben, ebenfalls mit reingenommen, weil das so ein bisschen zeigt, dass es deutlich schlimmer geht. Diese Kräfte haben tatsächlich unter Umständen da gehaust, die irgendwelche Schützengräben aus längst vergangenen Kriegen geähnelt haben. Also das ist jetzt Sonne und Staub. Wenn es da geregnet hat, und es hat viel geregnet, dann war man da auch mal bis zum Knöchel
oder bis zum Knie im Schlamm versunken und musste da trotzdem seine Stellung halten. Aber wie gesagt, haben wir irgendwann die Afghanen abgegeben und das hier, die HQ, da haben wir uns regelmäßig aufgehalten. Natürlich, wo Soldaten sind, sind aber auch gleich Gewichte in den Gemäuern hier, kleiner Fitnessraum und dann noch die Unterkünfte der Soldaten, in denen die genächtigt haben. Zu den Bildern, wie sie da geschlafen haben, komme ich später noch. Und auch zu unseren illegalen Haustieren werde ich nachher noch was sagen. Gut, dann zu den Patrouillen. Für mich als Kompaniechef gab es 3 Möglichkeiten, eine Patrouille zu führen. Möglichkeit 1, ich bin in diesem Außenposten geblieben, habe einen Hubschrauber, eine Drohne, ein Kampfjet über meinen Kräften fliegen lassen oder um die herum und habe mir sozusagen aus dem Außenposten über Funk die Informationen geben lassen und konnte das dann mit den Bildern, die ich gesehen habe, abgleichen. Und das ist wie in einem Computerspiel. Sie sehen dort die Schattierung ihrer Soldaten und können dann wirklich Dinge sagen wie, okay, pass auf, jetzt abseits vom Taktischen, ihr seid gerade zu weit, geh mal 100 Meter zurück, dreh dich links um, was siehst du, alles klar, geh mal geradeaus, stopp, jetzt rechts drehen, das ist die Tür, da sind die Kräfte, die wir haben, ausweichen sehen. Ne, also eine Variante für die Operationsführung, die durchaus sinnvoll ist und die auch gar nicht schlecht funktioniert hat. Möglichkeit 2, ich bin in diesem Außenposten auf einen hohen Turm geklettert, habe mich darauf gesetzt und konnte von oben mit Funk und einer kleinen Handkarte meine Kräfte beobachten, zumindest in etwa in einem Radius von 1 Kilometer und habe da mit einem gewissen Blick ins Gelände meine Kräfte führen können. Da war natürlich, wenn sie weiter weggegangen sind, eine bestimmte Grenze erreicht, dann konnte ich es nur noch über Funk machen und konnte sie dann sehen, wenn sie wieder angekommen sind. Natürlich auch hier, ne, ich selbst ein Atomziel, sieht man jetzt nicht, aber hier oben sind Scharfschützen, die den Bereich auch rundum gesichert haben, sodass ich dann nicht wie so ein Friseur als Kompaniechef da oben auf dem höchsten Punkt sitze und dann da gleich runtergeknipst werde. Und Möglichkeit 3, ich habe mir selber meinen Helm aufgesetzt, meine Weste angezogen und bin die Patrouille mitgelaufen. Das ist eine Variante, die ich tatsächlich auch relativ häufig durchgeführt habe. Hat 2 Vorteile. Nummer 1, sie machen mal einen Realitätsabgleich mit dem, was sie da den Soldaten befehlen. Und sitzen nicht nur an ihrer Karte und planen dann über alle Maßstäbe hinaus irgendwelche Operationen, sondern sie machen sich wirklich mal ein Bild, was das heißt, wenn man wirklich dort vorne selbst diese ganzen Gegenstände tragen, unter der Bedrohung draußen im Gelände ist. Und Vorteil Nummer 2, das sehen die Männer natürlich und auch die Frauen. Und diese, ich sage mal, diese natürliche Schere, die es doch irgendwo zwischen der Kompanieführung und dem letzten Glied eines Zuges gibt, die wird da deutlich kleiner oder wird vielleicht auch geschlossen, im besten Falle. Also die Soldaten sehen, dass sie da nicht nur irgendwas erzählen, sondern auch selber bereit sind, die Gefahren und Entbehrungen, die die Soldaten dort draußen erleben, zu teilen. Und wie ich es gerade gesagt habe zu Beginn, einem wird da auch relativ schnell bewusst, was das heißt und bedeutet, nämlich eine Weste anzuziehen, in der 8 volle Magazine für ein G36 sind, in der 5 Magazine für eine P8 sind, mit einem Rucksack auf, in dem 10 Liter Wasser sind, noch mehr Munition ist, Verpflegung ist, ein Wechselanzug ist und so weiter und so weiter. Und dann noch der Helm und die Schutzbrille und die Ärmel sind unten und die Handschuhe sind an und so weiter und so weiter. Es ist wirklich recht belastend, auch da komme ich gleich in einem anderen Bereich dazu. Wir sind in der Regel von diesem Außenposten rausgefahren ins Gelände und haben uns dann irgendwo, wenn wir längere Operationen gemacht haben, in sogenannten Fahrzeugsternen am Rande von Ortschaften platziert. Das heißt, wie so eine Wagenburg, die man vielleicht aus irgendwelchen alten Filmen kennt. Wir haben uns rundum geschützt, in der Wüste platziert. Auf jedem zweiten Fahrzeug saß jemand drauf, der eine Außensicherung wahrgenommen hat, also mit seiner Waffe nach außen gezeigt hat, sodass wir wirklich wie ein Igel 360 Grad eingeschlossen waren. Und dann konnte man innerhalb dieses Fahrzeugsternes seine Weste ablegen, seinen Helm abnehmen und konnte dort das tagtägliche, eintönige Leben, das einen da so begleitet, dann leben. Die längste Operation, die wir gemacht haben, hat tatsächlich bedeutet, dass wir 9 Tage innerhalb eines solchen Fahrzeugsternes uns aufgehalten haben. Und Sie müssen bedenken, dass Sie halt nicht alleine auf so einem Fahrzeug sind, sondern dass da ein paar mehr drauf sind, die alle was essen, was trinken, einen Schlafsack haben wollen, vielleicht nochmal irgendwas zur persönlichen Bereicherung damit nehmen wollen, ein Buch oder so, und Sie da auch ein kleines Platzproblem haben tatsächlich, wenn Sie so lange draußen sind.
Ja, das eigentlich dazu. Also das Leben in den Fahrzeugsternen stellt sich in etwa so dar und es kann recht monoton sein. Und aus diesen Fahrzeugsternen heraus sind wir dann die Patrouillen in die Ortschaften gelaufen. Hatte den Vorteil, dass wir nicht immer schon, wenn wir aus dem Außenposten herausgebogen sind, zu erkennen waren, bevor wir dann sozusagen 2 Stunden vorher oben irgendwo angekommen sind, sondern dass wir am Rande der Ortschaft waren und dann rein und raus konnten, wie wir wollten, und das über einen größeren Zeitraum. Ja, das noch weitere Eindrücke aus diesen Fahrzeugstellen auf dieser Seite. Also das sind die Scharfschützen, die da auch mal so eine Außensicherung machen. Hier fliegt die Hubschrauberdrohne, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, die Mikado, in so einem Fahrzeugstern zum Test. Die ist dann auch mal ausgeschwärmt und hat mal so in die am Rande liegenden Ortschaften geschaut. Und das sind 2 Bilder vom Kunduz River. Weiß irgendjemand, was man da im Hintergrund erkennen kann? Ja. Richtig, also das sind die Tanklaster 4.9.2009. Von dem Bombenabwurf Oberstklein, die da immer noch als stumme Zeugen für dieses Ereignis sichtbar sind. Ja, unverändert, also bis auf ein bisschen Rost und ein bisschen von der Witterung zerfressen, wie sie sich da 2009 eingegraben haben. Gut, dann zu den Patrouillen weiter. Man sieht auch in Afghanistan, ist nicht alles nur Wüste, sondern das ist durchaus auch mal die grüne Hölle. Es geht nicht alles gut. Da sind ständig Fahrzeuge weggesackt, weil sie irgendwo am Rande von einer Straße sich bewegt haben. Auch mal eine Straße, die unter einem Fahrzeug weggebrochen ist oder eine Brücke, die dann zu Bruch ging. Jetzt ohne schwere Schäden, zumindest nicht in unserer Kompanie. Die Art und Weise, wie ich Patrouillen am liebsten durchgeführt habe, hier beim, ja letztendlich Angriff ist der technische Begriff, bei einer Patrouille, die wir in einer Ortschaft namens Navabad durchgeführt haben, die durch uns auch erstmals im Chardaré wirklich massiv und kontinuierlich betreten wurde. Also es waren schon Vorgänger und auch Vorvorgänger drin, aber die haben sich tatsächlich eher an den Rändern aufgehalten und sind auch nicht regelmäßig in diese Ortschaft gegangen, weil dort 10.000 bis 15.000 Einwohner gezählt waren oder vermutet wurden und letztendlich das auch als Insurgent-Hochburg zumindest zu Beginn unserer Einsatzzeit dort gegolten hat. Am liebsten also auf- und abgesessen, das heißt mit Panzern und Fußvolk. Die Panzer sind dann am Rande der Ortschaft stehen geblieben und die abgesessenen Kräfte sind in die Ortschaft hineingegangen. Der Grund, ich hatte das vorhin schon mal kurz angerissen, wenn sie mit einem Panzer durch eine Ortschaft brausen, dann gewinnen sie da nichts. Außer verärgerte Menschen, die sich ärgern, dass sie da alles vollstauben und die Straßen kaputt machen. Und sie kommen natürlich auch nur in Verbindung mit der Zivilbevölkerung, wenn sie da ja, reingehen und dann mit Helm abgegebenenfalls dann auch mit diesen Leuten kommunizieren. Und die Fahrzeuge am Ortsrand hätten dann im Zweifelsfall unterstützen können, wenn dort drin tatsächlich was passiert wäre. Ja, und auch das ist regelmäßig passiert. Das ist die KZO, auch eine Drohne, die gute Arbeit geleistet hat, uns regelmäßig begleitet hat, aber die auch leichte technische Mängel hat und dann gegebenenfalls oder öfters mal abgestürzt ist. Wenn diese Drohne abstürzt, öffnet sich ein Fallschirm und die gleitet dann zu Boden. Aber wo die abstürzt, können Sie leider nicht vorhersehen. Und die ist manchmal auch in Bereichen abgestürzt, wo wir gedacht haben, oh Gott, jetzt müssen wir da hin. Letztendlich ist sie aber immer wieder aufgetaucht. Es war mit Absturz ein Wettlauf gegen die Zeit, wer zuerst da ist, wir oder die Afghanen. Hier waren wir mal zuerst da. Oftmals waren es die Afghanen, dann konnten wir mit der Hindenburg sozusagen gucken, alles klar. Der kloppt sich gerade um das Ding, der hat sein Fahrzeug da, der hat es aufgeladen und da fährt dieses Fahrzeug jetzt hin. Man musste sich in der Regel keine Gedanken darüber machen, wo diese Drohne abbleibt, auch wenn man sie mal aus den Augen verloren hat, da die in der Regel auch wieder zurückkam. Und zwar dann mit entsprechenden Geldforderungen natürlich. Wir waren also nur so im Außenposten. Da kamen dann die Afghanen an mit dem Auto und haben gesagt, hier haben wir gefunden, jetzt gibt's Knete. Und dann haben wir dann gesagt, okay, pass auf. Das ist nicht so viel wert, hier sagen wir 100 Euro oder 100 Dollar und dann ist gut. Dann sagt er nein und wir brauchen hier mehr und meine Familie und so weiter. Dann sagen wir, okay, 150, aber dann zahlen wir dir jetzt wirklich mehr, als die eigentlich wert ist. Und dann haben sie diese 1,5 Millionen Euro teure Drohne wieder in ihrem Besitz. Und sie haben, also auch die Afghanen lernen. Die Drohne kam dann nämlich irgendwann nicht mehr so schön an, wie sie aussieht, sondern dann wollte jeder seinen Teil vom großen Kuchen abhaben. Die wurde in Einzelteile zerlegt und dann kam jeder mit seiner kleinen Schraube und wollte dafür natürlich Geld haben. Aber letztendlich, ich sage mal, für unsere Verhältnisse da wirklich vor Ort sind es Peanuts. Ne? Dann ja 150 Dollar,
Das zahlt man dann, dann hat man das Gerät zurück, das wird geinstant gewartet und dann fliegt es auch wieder besser, als wenn wir da ewig lange nachsuchen müssten oder das Ding gar nicht mehr auftaucht. Gut, zu unserer Hauptbedrohung, den IEDs. Die Deutschen haben eine relativ, wie soll ich das nennen? Also die suchen IEDs mit Handarbeit, mit aufwendiger, anstrengender, sehr zeitintensiver Handarbeit. Nämlich so, wie man es hier sieht, das sind meine EODler, EOCler, die Kampfmittelsucher, Kampfmittelräumer. Die haben eine Sonde, mit der detektieren sie den Boden nach Metallgegenständen. Ja, und dann nehmen sie eine Spitzhacke, wenn sie meinen, sie haben was gefunden, buddeln da rum, gehen nochmal mit der Sonde drüber, hacken nochmal mit der Hacke und irgendwann haben sie halt was oder haben nichts. Und wenn sie was haben, sieht das in etwa so aus. Also wir haben, ich hatte es gesagt, 17 IEDs gefunden in unserer Zeit. Das sind tatsächlich relativ viele gewesen. Potenziell auch Sprengfallen, die gegen unsere eigenen Kräfte hätten eingesetzt werden können. Aber das war auch eine Erfahrung unserer Vorgänger. Von denen der Kommandeur mir ganz klar mit auf den Weg gegeben hat, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob in irgendeiner Straße eine Sprengfalle liegt, dann macht verdammt nochmal einen IED-Sweep, so nennt sich halt diese Suche. Dann geht zu Fuß, scannt den Boden und fahrt dann erst in die Ortschaft. Das haben wir in aller Regel gemacht. Man muss auch mal letztendlich als Kompaniechef eine taktische Entscheidung treffen, die sagt, Überraschungseffekt ist jetzt wichtiger als die Freiheit der Straße und das geht dann auch mal direkt schief, aber dazu komme ich dann auch gleich nochmal. Also für diese Kräfte nur ganz kurz, unter 50 Grad Außentemperatur, mit voller Ausrüstung, mit einer Spitzhacke, mit einer Sonde, eine absolut anstrengende Aufgabe. Und die Kräfte, die denen folgen, die machen das natürlich nicht einfach so auf einer Straße, sondern da sind in den Flanken Sicherungskräfte und hinter denen sind die ganzen Fahrzeuge in einer Reihe, die in die Ortschaft wollen, zu der man da möchte. Eine ungeheuer belastende Aufgabe, weil es einfach einschläfernd ist. Wenn ich diese Kräfte frage, pass auf, da möchte ich hin, die und die Straße ist ID gefährdet, wie lange brauchen wir? Dann sagen die mir, tut mir leid, Chef, kann ich nicht sagen. Dann sage ich einen groben Zeitansatz, sagen sie, nein, kann ich Ihnen nicht sagen. Weil die nie wissen, was sie finden, weil die nicht wissen, wie breit die Straße ist, weil die nicht wissen, wie viele Hufeisen da drin liegen, wie viele Nägel und so weiter und so fort. Es hat sich in unserem Einsatzzeitraum grob gezeigt, dass man 2 Stunden pro Kilometer rechnen kann. Und wir haben Sweeps über mehrere Tage gemacht. Also es ging, so ein Ding ging auch mal 5 Tage, bevor wir dann da waren, wo wir hin wollten. Ja, was sie dann in der Regel gemacht haben, also wenn sie auf so ein Ding gestoßen sind, teilweise Dinge, wo ich nicht zugucken konnte, hier mit irgendwelchen Robotern, die da vorne irgendwas gemacht haben, keine Ahnung, da bin ich dann lieber weggeblieben. Aber in der Regel das IED auf die Seite gezogen, von der Straße runter, das da kontrolliert gesprengt und ja, dann sozusagen dafür gesorgt, dass nicht die Straße kaputt geht und nicht die Zivilbevölkerung dadurch noch irgendwie gefährdet wird. Denn die Straße müssten wir im Zweifelsfall sowieso selber wieder in Ordnung bringen, weil wir selber auch nicht mehr darüber kommen. Und wenn wir der Zivilbevölkerung das kaputt machen, das läuft auch wieder diesem Ansatz entgegen, dass wir da wirklich für die Bevölkerung arbeiten wollen. Ja, das passiert, wenn es schief geht. Beispiel 1. Das ist eine Wüstenregion am Rande der Ortschaft Nawabat. Die sieht man hier so ein bisschen im Hintergrund. 9.09.2011. Wir waren gerade in einer Operation in Isakel. Das ist da, wo die Karfreitagsgefechte stattgefunden haben. In Rücksprache mit den Kräften, die da 2010 waren, haben wir die Dingo-Türen aus dieser Ortschaft geholt, die da immer noch rumlagen, und haben die an einem Ehrenhain im Feldlager deponiert. Also während dieser Operation in Isakel gab es diesen ID-Strike gegen Kräfte der Aufklärer. Und zwar war es so, dass wir hinten in dieser Ortschaft eine mehrtägige Operation erstmals durchgeführt haben, in der wir in der Ortschaft mit unseren eigenen Kräften stationär geblieben sind über mehrere Tage. Das ist in etwa so gelaufen, war halt eine Idee, die wir im Prinzip gemeinsam hatten, dass wir in die Ortschaft reingegangen sind, unter Sicherung abgesessen, gesagt haben, pass auf, wie viel Geld braucht ihr, damit ihr aus diesem Haus für eine Woche auszieht oder aus diesem Compound oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Was genau du da mit dem besprochen hast, möchte ich nicht wissen. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die dann einen Batzen Geld bekommen haben, sich gefreut haben, also zumindest wurde mir das immer suggeriert, gesagt haben, alles klar, unser Jahresgehalt hier, wir hauen ab. Und dann wurde die Karre beladen, die sind abgehauen und wir sind mit unseren Soldaten in diese Befestigung hinein und waren dann wirklich stationär mitten in der Ortschaft und konnten von da aus regelmäßig Patrouillen sternförmig in alle Richtungen machen.
was den Gegner auch sehr gewurmt hat. Und weil wir eben nach, ich glaube, die erste Operation war 4 Tagen, aus dieser Ortschaft wieder raus sind und der Kommandeur gesagt hat, war super, ich möchte jetzt nicht, dass die Ortschaft aus den Augen verloren wird, haben wir uns entschieden, am Rande der Ortschaft Aufklärer zu positionieren, die zumindest immer mal wieder rein beobachten. Die haben sich alle 24 Stunden abgewechselt und sind jetzt im Nachhinein betrachtet oder haben im Nachhinein betrachtet den Fehler gemacht, dass sie das immer auf demselben Weg getan haben. Also alle 24 Stunden kam die Ablösung, ist auf demselben Weg dahin gefahren, die haben abgeklatscht, die Alten sind reingefahren und irgendwann liegt dann da, so ist das in Afghanistan, das IED. Und das hat hier eben auch ausgelöst. Ganz grundsätzlich, es liegt mir fern, über irgendwelche Vorgänger zu urteilen, über irgendwelche anderen Menschen zu urteilen. Wir können aus diesen Erfahrungen eben lernen und unsere Rückschlüsse ziehen, aber ich will nicht behaupten, dass uns das nicht hätte genauso passieren können. Wir waren uns dieser Gefahr bewusst und wenn wir über diese Westplatte, über diese Wüstenregion gefahren sind, dann haben wir das abseits von Wegen getan und immer wieder an einer anderen Stelle. Und das hat dazu geführt, dass es immer bergauf und bergab ging, ich meine Karte nicht führen konnte, weil die durch die Gegend geflogen ist, mein Funk durch die Gegend geflogen ist, meine Bandscheibe arg gelitten hat und dass es auch noch länger gedauert hat. Aber wir konnten dadurch eben diese IED-Strikes verhindern. Und ja, das Beispiel hat gezeigt, dass wir es eigentlich richtig gemacht haben. Also, diese Kräfte wurden angesprengt, wir sind da hingefahren, haben natürlich die Operation in Isakel sofort abgebrochen. Die Hubschrauber, die amerikanischen, kamen schon in dem Augenblick, wo sie uns gesehen haben, immer noch 1 Kilometer entfernt, sind gelandet, haben den Verwundeten rausgeholt, sind abgehauen. Und wir haben dann, als wir vor Ort waren, erstmal eine Suche nach Second IEDs gemacht, also nach Sprengfallen, die möglicherweise an zweiter Stelle noch in der Gegend dieses Fahrzeuges waren. Auch eine Taktik unserer Gegner, die auch von unseren taktischen grundlegenden von unseren taktischen Vorgehensweisen lernen, eine Sprengfalle eben neben eine andere zu packen oder in gewisser Entfernung von einer anderen. Sodass, wenn die erste hochgegangen ist und sie genau wissen, jetzt kommen wir und retten unsere verwundeten Kräfte, dann gegebenenfalls die zweite zünden oder auch die dritte. Das heißt, wir sind rangefahren, haben uns erstmal rangesweept, also ein Suchaufklärungsverfahren an dieses Fahrzeug gemacht und konnten dann erst zu diesen Kräften gelangen, die da noch drin waren. Wie gesagt, der Verwundete war schon raus. Zum Verwundeten. Wir haben 250 Verwundete gemäß offizieller Statistik in etwa in Afghanistan derzeit. Der eine Verwundete, der ausgeflogen wurde, der ist auch in dieser Statistik aufgetaucht. Der Hauptfeldwebel, der Spähtruppführer war und mit dem wir uns da an dieser Stelle ganz normal unterhalten haben, der war in dieser Statistik nicht. Den habe ich eine Woche später, also dem ging es auch gut und so weiter, den habe ich eine Woche später im Feldlager wieder getroffen und habe gefragt, wie geht's? Hat er gesagt, ja nicht so. Muskelkater am gesamten Körper, von oben bis unten, durch diesen heftigen plötzlichen Schlag. Habe ich gesagt, ja gut, okay, wird schon wieder. Dann habe ich den, ich glaube, einen knappen Monat später getroffen, habe ihn gefragt, wie es ihm geht. Hat er gesagt, ja, doch noch so einige Nachwirkungen. Ich habe gefragt, was? Er hat gesagt, ja, meine Zähne fallen mir an den Rändern so langsam aus. Offensichtlich durch diesen plötzlichen Schlag haben eben seine Zähne oder sein Gebiss hat sehr schnell aufeinander gebissen und dem fielen dann hier so allmählich die Zähne aus. Und dann bei meinem Ausflug, wo ich aus Kunduz über Mazar-i-Sharif nach Hause geflogen bin, habe ich in Mazar-i-Sharif wieder getroffen. Da ist halt ein großes Feldlazarett. Und habe ihn gefragt, was er hier macht und was jetzt ist. Und dann hat er mir gesagt, ja, noch was. Er hatte eine 8-fache Hodendrehung und das Ganze hat sich jetzt wohl auf doppelte, dreifache Größe aufgebläht und sei komplett rot gewesen. Also, ziemlich schmerzhaft. Keiner, der offiziell in der Verwundetenstatistik aufgetaucht ist, aber jemand, der auch nach diesem IED-Anschlag doch noch ein wenig zu leiden hatte. Gut, ich hatte ja auch gesagt, dass es bei uns in der Kompanie einmal schiefgegangen ist. Ist nicht ganz gut zu erkennen. Eigentlich brauchen wir aber nur die Grafik und ich erkläre da ganz kurz, was an diesem Tag passiert ist. Und zwar war das eine Patrouille, wo ich eben gesagt habe, hier Überraschungseffekt muss jetzt mal vor dem Suchverfahren gehen. Weil wir wie immer zahlreiche ID-Warnmeldungen aus allen möglichen Richtungen bekommen haben. Wir haben auch teilweise Sweep-Operationen gemacht, als Suchoperationen, wo wir nichts gefunden haben. Ungeheuer zermürbend für die Soldaten, wenn die halt 2-3 Tage so eine Straße detektieren und da einfach nichts finden. Und in diesem Falle habe ich halt entschieden, nein, wir fahren direkt durch. Grund, das hier ist die Ortschaft Karyatim, also hier oben. Jedes Mal, wenn wir hier von dieser Straße nach Norden abgebogen sind, haben wir über die Drohnen eine Ausweichbewegung von zahlreichen Kräften hier über den Kunduz River beobachten können.
Und auf diesem Bereich haben wir halt uns hochgesweept und konnten dann immer sehen, wie sie schön alle abhauen. Und wenn wir irgendwann mal da oben angekommen waren, war da niemand mehr, der von Interesse gewesen wäre für uns. Und deswegen meine Absicht, wir fahren hier hoch, lassen die Fahrzeuge hier stehen und laufen dann zu Fuß diesen Kreis und ja, fahren dann über denselben Weg wieder zurück. Unter Offenhalten des Ausweichweges. Also ne, zu dem Grundsatz, fahren nie irgendeinen Weg zweimal. Wenn wir hier oben waren, ist entweder eine Patrouille oder eine Drohne auch in diesem Bereich natürlich geflogen. So, und was ist passiert? Ich habe um 3.30 Uhr sind die ersten Kräfte rausgefahren. Ein Panzergrenadierzug hat sich hier in der Flanke positioniert. Dann ein Joint Fire Support Team für die Artillerieunterstützung, die Luftunterstützung und die Scharfschützen haben sich in der rechten Flanke positioniert. Und dann, ich glaube, gegen 4 Uhr ist der Alpha-Zug, Infanteriezug hier hochgefahren, abgesessen und ist dann hier die große Patrouille gelaufen. Das Ganze unter Überwachung amerikanischer Black Hawk-Hubschrauber, Apache-Hubschrauber, also Kampfhubschrauber. Und ich bin nicht mit auf Patrouille gewesen. Ich war im Vorposten, habe meinen Stellvertreter an dieser Patrouille teilnehmen lassen. Kurz bevor diese Kräfte quasi die große Runde gedreht hatten und wieder bei den Fahrzeugen waren, gab es im Bereich der Fahrzeuge eine IED-Detonation. So, dann erstmal großes Chaos, was ist passiert? Alle versucht, einen Funk zu kriegen. Natürlich erstmal keiner dran, weil die damit sich selbst zu kämpfen haben. Letztendlich war es so, dass die Hubschrauber, weil sie nachtanken mussten, ungefähr 3-4 Minuten vorher abgedreht sind. Und das offenbar erkannt wurde, weil ja auch der Sound dann über den Köpfen nicht mehr vorhanden ist. Und ja, die Kräfte dann kurz vor ihrer Rückkehr, die Aufgesessenen, also die Fahrzeuge hier in ID-Strike erleben mussten. Es war so, dass der Zugführer schon gesagt, den Fahrzeugen schon befohlen hat, umdrehen. Das heißt, sie sind alle ein Stückchen hochgefahren, haben hier gewendet, sich umgedreht und in dem Augenblick kam es zum ID-Strike. Das ID ist unter einem Fahrzeug der ANP, also der afghanischen Polizei, detoniert, hat die Jungs ein bisschen durch die Luft gewirbelt, 3 Mann, mittelschwer verletzt, wurden alle von uns behandelt, dann im Außenposten auch versorgt. Es ging also gut. Wir hatten einen Journalisten dabei und der hat dann im Anschluss daran nochmal für einen kleinen Schock bei mir gesorgt. Das waren nämlich Fotos, die er zufällig vorher von der Anschlagstelle aufgenommen hat. Und man sieht halt, dass Soldaten sich doch recht unbedarft um diesen Bereich bewegt haben. Und das ist halt ein Foto nach diesem ID-Strike. Jetzt könnte man natürlich sagen, klar, sieht man doch und so weiter und so weiter. Ja, sage ich jetzt auch, wenn ich das Foto sehe, aber letztendlich ist das da unten alles nicht so einfach und das irgendwie sieht alles so aus. Gut, aber es ging relativ gut und glimpflich aus, das aber nur so als kleiner Exkurs, was passiert, wenn es schief geht. Dann zum Partnering. Ich hatte gesagt, dass wir nichts, aber auch wirklich nichts ohne Afghanen gemacht haben. Das ist mein Counterpart, der Chef der Polizei dort im Shahdareh, Maidin. Und mit dem habe ich sozusagen auch Patrouillen besprochen. Letztendlich hat er mal gemacht, was wir gesagt haben, ist mitgekommen und war weniger bestrebt, jetzt selber Patrouillen vorzubereiten oder zu planen. Jemand, der nachweislich Taliban-Verbindungen hatte. Mein Kommandeur kam irgendwann mit einem ausgewerteten Bericht aus dem militärischen Nachrichtenwesen zu mir und hat gesagt, hier, ganz klar, der telefoniert mit dem, er ist in diesem Netzwerk, hat Taliban-Kontakte. Auf der anderen Seite ist er jemand, der auch 2010 auf Seiten der Deutschen Gefechte geführt hat. Da gibt es Fotos von, da gibt es Videos von, gegen den Feind. Der mir durch meine Vorgänger als guter Partner verkauft wurde. Und der auch, sage ich mal, öfter für die Kräfte dort unten die Sache aus dem Feuer geholt hat. Also wenn da wieder mal bei einem Feuergefecht alle Holter die Polter zurückgekommen sind und dann gesagt haben, ey, wir haben was vergessen, dann ist er halt rausgefahren, hat das geholt und hat gesagt, hier, da habt ihr eure Funkgeräte oder was auch immer. Und dann gab es quasi von oben oder auf offizieller Ebene war es dann letztendlich nicht bekannt. Und es ist auch jemand, der mir gesagt hat, pass auf, kleiner Tipp für heute, fahr mal nicht unbedingt in diese Ortschaft. Wo ich dann gefragt habe, okay, warum? Er einfach keine Antwort gegeben hat, sondern nur sagte, tu es einfach nicht. Und ich es dann letztendlich auch nicht gemacht habe, weil ich da jetzt auch nicht der große Weltversteher bin und meine, ich muss da jetzt, wenn der mir irgendwas sagt, da nicht drauf hören, sondern jetzt erst recht. Sondern bin dann schon mal davon ausgegangen, dass es Substanz hatte und habe es dann an dem Tag auch nicht gemacht. Es ist auch nicht so, dass er mir das jeden Tag da irgendwie 5-mal gesagt hat, sondern es kam halt gelegentlich, monatlich vielleicht diese Hinweise und dann war ich auch nicht der, der meinte, er muss ihm jetzt das Gegenteil beweisen. Das ist natürlich ein Bild, das Sie
ja, öfter mal haben, wenn sie Partnering machen, dann ist halt mal eine kurze Pause, dann wird gebetet und dann geht's weiter. War für die Soldaten kein Problem. Sie sehen, die nutzen halt auch die Gelegenheit mal, sich selbst ein bisschen zu erholen und danach geht's dann halt weiter. Und hier unten, wir sind ja das Ausbildungs- und Schutzbataillon gewesen, haben wir uns auch mal des Ausbildungsauftrages angenommen, letztendlich aber freiwillig, und haben hier in diesem Falle Milizen ein bisschen ausgebildet. Ich sag mal mit einem Nährwert, der nahe bei Null liegt. Aber diese Kräfte sind nach 2 Stunden Sanitätsausbildung oder hier Nahkampfausbildung aus dem Außenposten gegangen, dachten alle, Mensch, wie toll, die Bundeswehr, super, die kümmern sich um uns. Wir haben wieder ein bisschen auf der menschlichen Ebene gearbeitet und letztendlich hat das auch dazu beigetragen, dass wir glimpflich durch diesen Einsatz gekommen sind, bin ich ziemlich überzeugt von. Ja, und auch das gehört dazu, das gute alte am Kamelauge rumlutschen. Wenn Sie meinen, dass Sie in Afghanistan gepartnerte Patrouille durchführen und sagen, wir treffen uns nachts um 2 und fahren dann die Patrouille und sind morgens um 5 wieder zurück, dann funktioniert das so mit Afghanen nicht. Sondern gehen Sie davon aus, die kommen ein bisschen später, noch nicht vollzählig, brauchen noch Sprit, brauchen noch Wasser, vielleicht was zu essen, wollen erstmal ein bisschen schnacken, mal fragen, wie es geht. Dann kommt man irgendwann los, fährt die Patrouille, kommt zurück und auch dann ist es noch nicht beendet, sondern wird noch mal ein bisschen gesprochen, sich verabredet, sich gegenseitig auf die Schulter geklopft, wie toll man es wieder gemacht hat. Und dann muss man halt auch mal abends Dinge essen, die man hier vielleicht nicht freiwillig unbedingt konsumieren würde. Aber auch da habe ich mich so gut es geht rausgehalten und die genutzt. Ja, okay. Und die genutzt, die von mir quasi dafür innerhalb der Kompanie eingeteilt waren. Gut, zur Bevölkerung, Population-Centric Approach, hatte ich gesagt. Natürlich, in Bereiche, in die Sie gehen, in dem ISAF noch nicht so oft war oder noch gar nicht war, werden Sie erstmal sehr, sehr skeptisch beäugt. Ne, das sieht man hier, also gutes Beispiel, einer meiner Zugführer mit so einem, ja, der aussieht wie ein Kosmonaut, mit so einem kleinen, halb angezogenen Menschen. Das sind natürlich 2 Welten, die da aufeinandertreffen. Aber habe ich immer wieder von den Soldaten eingefordert und das habe ich auch als Counterinsurgency im klassischen Sinne betrachtet. Behandelt die Bevölkerung gut, wenn man dann das Vertrauen so allmählich aufbaut. Und das kann man, wenn man da kleinste Dinge, einen Bleistift, ein Bonbon, was auch immer, zunächst mal an Kinder gibt. Später dann vielleicht auch an etwas Ältere. Dann kann man dieses Vertrauen langsam, aber sicher generieren. Da kannst du vielleicht nachher vielleicht noch etwas ausführlicher was zu sagen. Das ist was ich von den Soldaten auch eingefordert habe. Von jedem Einzelnen, auch von denen, die auf Mannschaftsebene, also ich sag mal in der Schlammzone ganz unten, agiert haben. Das habe ich gemacht, weil einmal ich natürlich davon überzeugt bin, was wir davon Auftrag haben und so weiter. Dafür, ja, klingt sehr plausibel. Also letztendlich, wir haben da einen Auftrag und den versuchen wir so gut es geht umzusetzen, unabhängig davon, was wir jetzt vielleicht in allen Bereichen davon halten. Um uns selbst zu schützen, denn ein Rückhalt in der Bevölkerung garantiert in letzter Instanz auch die Vermeidung von Angriffen, die unter Umständen aus diesem Bereich erfolgen. Und letztendlich hat es auch zu einer guten Stimmung beigetragen. Wenn Sie natürlich so einen ID-Strike hatten und wieder überall den Gegner vermutet haben, war es auch für einfache Soldaten sehr schwer, dann jetzt zu jedem freundlich zu sein, dem die Hand zu geben und immer ein gutes Wort zu verlieren. Aber ich habe es immer eingefordert, auch gebetsmühlenartig wiederholt und letztendlich hat es auch in weiten Teilen funktioniert. Ne, dann noch ein paar weitere Beispiele. Das ist auch ein Offizier bei mir in der Kompanie, der sich dann von zu Hause hat Seifenblasen schicken lassen, mit denen er dann da die Kinder heitern konnte. Das ist für die was Unvorstellbares aus einer komplett anderen Welt. Und es hat dazu geführt, dass wir wie hier auch dann mit den Älteren Schuhrennen durchführen konnten, in denen dann wesentliche Dinge auch besprochen wurden. Ja, das jetzt mal 4 Folien aus dem Bereich CIMIC, zivil-militärische Kooperation. Hier sieht man den Kapitän Leutnant Schreiber, ganz kurz von mir, bevor du ergänzt. Er war der Einzige in meiner Kompanie, dem ich es gestattet habe, seinen Helm in Operation abzunehmen. Ich war da sehr, sehr rigoros mit meinen Soldaten, habe da auch keine Abweichung toleriert und habe das auch bis zum Ende des Einsatzes durchgezogen und den Leuten damit, ja, oder habe die Leute damit auch mächtig genervt, das weiß ich. Aber jeder hat ständig, wenn er außerhalb eines gesicherten Bereiches war, sein Helm auf, Brille auf, Gehörschutz drin, Handschuh an, Ärmel runter, Weste an, Waffe dabei, Munition dabei und so weiter. Und ich hatte gesagt, natürlich, wenn man mit der Bevölkerung spricht, dann muss der gegebenenfalls auch mal abgenommen werden.
Aber das trifft dann tatsächlich auch nur für diejenigen zu, die dann mit der Bevölkerung sprechen. Und das warst in der Regel du. Ja. Kommentierst du die Fotos vielleicht noch irgendwie, was man da sieht? Oder? Ja, kann ich kurz selber machen. Ich hoffe, es hört mich so. Ich verzichte mal auf technische Hilfsmittel. Also oben links das Standardding, auf einer Patrouille unterwegs gewesen mit den Infanteristen zusammen. Wer denkt, als Marinesoldat zu Fuß laufen ist einmal im Jahr beim IGF-Marsch und sich dann überlegt, zu CIMIC zu gehen, vergessen Sie es. Ich hätte mir auch aussuchen können, schönen Stabsjob, hatte ich keinen Bock zu. Ich bin jetzt gerade mal 30 Jahre alt. Im Stab versauern kann ich sowieso nicht. Nächstes Jahr habe ich DZE, von daher kommt das auch nicht mehr auf mich zu. Tagespatrouillenleistung teilweise, was hat man zwischen 12 bis 15 Kilometer? Damit man es auf dem Video hört. Okay. Gibt es hier eine Klimaanlage? Ja, mit Mikro umgehen kann ich auch. Also zwischen 15 bis 20 Kilometer sind wir auch manchmal marschiert, das Ganze in der Hitze. Das kommt halt auf so einen Kaloi zu, der, wie Sie sehen, auch nicht ganz den BMI von 23 erreicht. Das gebe ich auch ehrlich zu. Oben links das Bild mit meinem Sprachmittler, ganz normales Gespräch während der Patrouille. Ja, ich habe den Helm abgenommen, mein Sprachmittler nicht, aus dem einfachen Grund, dass er sich selbst auch damit geschützt hat. Er konnte sich ein bisschen damit vor der Bevölkerung verbergen, weil der wohnt dort. Mittlerweile hat er auch schon mal versucht, in Istanbul hat die Polizei ihn wieder zurückgeschickt. Er wollte hierhin kommen, weil er keinen Bock mehr hat da unten. Und auch die Afghanen wissen, dass 2014 Feierabend ist. Das haben wir Anfang des Jahres auch in der Presse mitbekommen. Ganz normales Gespräch mit der Bevölkerung, wer dort rumstand und für mich den Eindruck machte, als ob er interessiert ist, war für mich potenzieller Gesprächspartner. CIMIC ist nicht das, was Sie aus dem Kosovo gehört haben, dass wir irgendwelche Dachlatten nehmen, irgendwelche Schulen bauen oder Brunnen bohren. Vergessen Sie es bitte, wir sind keine Wiederaufbauhelfer in Uniform. Das vorneweg. Ansonsten über einen CIMIC-Auftrag brauche ich nicht viel zu erzählen. Das wird den kompletten Abend jetzt noch sprengen bis Mitternacht. Das lassen wir sein. Generell war mein Auftrag ziviles Lagebild, Stimmung in der Bevölkerung und dort, wo es angemessen war, in der operativen Notwendigkeit Projekte zu veranlassen. Aber das war alles, was Projekte angeht. Ja, oben rechts das Bild. Lächeln und Winken ist ein Begriff, den viele bestimmt kennen. Das tue ich auf diesem Bild sicherlich. Einerseits, weil der Bengel ganz süß war, andererseits, weil es zum Auftrag passte, den ich als Lächeln und Winken verstanden hatte. Es war nach Ramadan, Zuckerfest, es kam die Entscheidung, wir verteilen Fußbälle. Was ich von Bällen verteilen halte, habe ich den Infanteristen kurz danach gezeigt. Genau die Stelle war es. 10 Minuten später kamen wir dort vorbei, die Kinder hatten Afghani-Scheine in ihrer Hosentasche und die Bälle lagen beim Shopkeeper. So viel dazu. Aber schöne Bilder, die wollen immer gerne Leute haben, die mal ein bisschen Geld rausrücken von den Donatoren. Zeigt mal ein paar Bilder, wo ihr mit Kindern was macht. Unten links das Gleiche. Und unten rechts, das war dann Ende September, glaube ich, als wir die Höhe 432 und das südliche Shadra übergeben hatten an die ANA. Bei einer Schura, bei der Sicherheitsschura, wo der Distriktgouverneur nichts anderes zu tun hatte, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe, weil das war mein Hauptkontakt eigentlich, nichts Besseres zu tun hatte, als sämtlichen hohen Offizieren die Show zu stehen und mich ins Mittelpunkt zu reißen und mir so eine Auszeichnung überreichen zu wollen, dass er CIMIC ganz toll findet. Hat, glaube ich, unseren Kommandeur und den ANA-Kommandeur und jeden anderen total geschockt. War mir in dem Moment vollkommen egal, da hatte ich auch noch Haare, habe ich dann irgendwann abgelegt. Ansonsten, was das Essen angeht, der Standardtrick, du musst ihn, glaube ich, noch kennen, als UN-Beobachter in der Ausbildung kriegt man gesagt, nach dem Essen, wenn man Angst hat, 2 Imodium rein, das hilft. Und wenn es auch der geistige Effekt war oder der Placebo-Effekt, ich habe niemals dort unten Probleme gehabt. Und das war frisch geschächtetes Schaf. Wenn wir ein Schaf gekauft haben, um die Afghanen zu versorgen, dann sieht man auch, wie frisch geschächtet wird und dann Essen daraus gemacht wird. Wie die das zubereiten, das kann man essen und es ist lecker, wenn man sich darauf einlässt. Und als CIMICer kommen Sie eh nicht drum rum. Da kriegen Sie auch ein Glas Tee, wo der Afghane vorher rausgetrunken hat, wo Sie wissen, der kennt Mund- und Körperhygiene gar nicht. Da trinken Sie trotzdem draus. Das muss man halt, das ist ein Zeichen der Freundschaft und der Freundlichkeit. Und die Afghanen sind Gastgeber, legendär. Ohne Witz, die afghanische Gastfreundschaft, die ist festgeschrieben im Pashtunwali, in dem Ehrenkodex der Pashtun. Und wenn man jetzt mal ausklammert, dass es dort böse Buben gibt, wenn man ausklammert, dass die ein bisschen anderes Führungsverständnis haben, so ein Patrouillenführer der Polizei, der seinen Untergebenen halt mal zusammenschlägt, wenn er Scheiße baut, sind Afghanen absolut liebenswerte Menschen. Das von meiner Seite, gut, als CIMICer muss ich sagen, ich sage es aber sogar aus Überzeugung, nicht wegen Job. Das war's von mir. Gut, danke dir erstmal. Weiß irgendjemand, wo in diesem Raum die Klimaanlage ist? Ja, wird er doch relativ warm? Ja? Die Klimaanlage ist an. Die ist an? Okay, gut. Ja, dann liegt das wohl daran, dass, keine Ahnung, ich aufgeregt bin oder sonst irgendwas. Gut, ja, sind wir beim Thema Witterung.
Als ich mit meiner Kompanie nach Afghanistan kam, war es natürlich, ne, war es natürlich direkt hier auf dem Höhepunkt. So hat sich das in unseren täglichen Informationen, die wir bekommen haben, in etwa dargestellt. Faktisch war das so. Auch das ist ein Bild aus unserem Einsatz. Sie haben da über 50 Grad im Schatten bei Patrouillen. Und was sie da auf dem Rücken mit sich rumtragen, das hatte ich ja bereits angedeutet, ist enorm. Sie trinken 10 Liter Wasser am Tag. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe mir das erzählen lassen von meinen Vorgängern, habe mir das zu Hause erzählen lassen, habe das für Geschichten gehalten. Es gab Leute, die haben mir gesagt, nein, 10 Liter am Tag, da stirbt man und keine Ahnung. Warum auch immer, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Sie trinken 10 Liter Wasser am Tag. Sie trinken 10 Liter. Die wiegen 10 Kilo. Sie trinken das, sind abends von der Patrouille wieder drin, sie nehmen den Helm ab, sie haben enorme Kopfschmerzen. Wenn sie auf Toilette gehen, ist das, was da rauskommt, raustropft, dunkelgelb. Also selbst da sind sie dehydriert. Es ist wirklich Wahnsinn zu diesen Jahreszeiten. Ich habe von der Kompanie abgefordert, Patrouillen zu unterschiedlichsten Zeiten zu machen. Auch ein Grundsatz, nicht berechenbar sein in Afghanistan. Und das hieß in letzter Instanz auch, mittags um 12 Patrouille. Natürlich nicht jeden Tag, nicht immer in dieselben Regionen und so weiter, aber ich sage mal, auf eine Woche oder anderthalb Wochen gedacht, sind diese Patrouillen unberechenbar im Ort und auch in der Zeit gewesen. Wir sind zu unterschiedlichsten Zeiten im Raum gewesen und das schließt nun mal auch die Mittagszeit ein. Ja, das hat dann zu Bildern wie diesen geführt. Das ist mein Kompanietruppführer, dem ich dann auch mal gestattet habe, seinen Helm abzunehmen. Der ist dann in so einen Graben am Rande gegangen und hat sich dann versucht, mit so einem Getränk wieder aufzupeppen. Der Packesel von meinem Bravo-Zugführer, der immer den schwersten Rucksack von allen damit sich rumzuschleppen hatte. Das ist eine Patrouille, die in einen Vorposten gegangen ist, auf dem ich dann die Soldaten und auch die Afghanen, wie man sieht, mit irgendwelchem Wasser, das aus dem Brunnen kam, begrüßen konnte. Letztendlich war es aber auch so, dass ich als Kompaniechef, und wer mich kennt, weiß, dass ich wirklich sportlich bin, da teilweise am Rande meiner Belastungsgrenze war. Also sowohl was, ich sag mal, die Kondition angeht, als auch was mein Rücken angeht und so weiter, da war irgendwann Sense. Und wenn der Chef mal abbückt, dann kommen natürlich alle Fotoapparate raus und solche Fotos verteilen sich dann in einer halben Bundeswehr. Ja, ja, danke, Spieß nochmal. gut. Und hier, Sie sehen das, also enorm belastend. Und dann kommen halt auch noch andere Witterungswidrigkeiten hinzu. Wir nehmen jetzt mal hier den Staub. Das ist ein Schützenpanzer Marder vom Truppführerplatz aus, also wenn man sozusagen nach hinten guckt. Und das soll die Ausrüstung darstellen und die Waffen und das Gerät, das man dann hinten auf diesem Panzer angebracht hat. Dass das so nicht mehr zu benutzen ist, ist jedem klar. Und dann wissen Sie auch, was Sie beim Waffenreinigen oder beim Reinigen des Fahrzeuges oder des Gerätes da zu tun haben. Und also irgendwo versteckt sich hier so ein Fernglas und ein bisschen Zigbee-Munition und ja, ein G36 sieht man da, glaube ich, auch noch irgendwo. Okay. Also die Straßen sind in der Regel nicht geteert und sie wirbeln da enorm Staub auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und gelegentlich kommt dann auch mal ein Sandsturm, der wirklich Operationsstopp bedeutet, weil dann auch kein Rettungshelikopter oder irgendwas mehr in der Luft ist und sie dann nicht ungehindert ins Gelände können und da operieren. Da waren auch teilweise mal 2 Tage, wo wirklich nichts passiert ist. Hat uns letztendlich geärgert, aber diese Sicherheit, die habe ich dann doch noch vorgezogen, irgendwelchen halsbrecherischen Aktionen. Dann mussten wir halt wieder mit IDs rechnen und so weiter, aber das ging halt nicht anders. Ja, und irgendwann im November ist es dann soweit, da wachen sie morgens auf und da liegen 25 cm Schnee und plötzlich frieren sich ein Arsch ab. Also wir sind auch da noch in Operationen gefahren, die weit außerhalb unseres Außenpostens lagen und haben dort auch mehrere Nächte draußen verbracht. Letztendlich war es schon in den Sommermonaten so, dass sie nachts gefroren haben. Auch das ist was mir jemand von der Erkundung mitgebracht hat, wo ich gesagt habe, ja komm, kann eigentlich nicht sein. Aber es war so, wenn sie tagsüber 50, 60 Grad haben und sie brutzeln an der Sonne, und das ist ja die Temperatur draußen, wenn sie in einem Panzer sind, in einem Schützenpanzer Marder, wo noch keine Klimaanlage funktioniert, oftmals nicht funktioniert, dann ist es da noch wärmer. Also so ein Richtschütze, ich habe es während des Einsatzes, haben mir die Soldaten es letztendlich nicht gesagt, aber Richtschütze und Kraftfahrer, die saßen dann teilweise in Unterhose. Da hätten wir nicht auf dem IED fahren dürfen, aber das war enorm heiß in so einem Panzer, enorm heiß. Und wenn sie da 60 Grad tagsüber hatten und in diesen 60 Grad gebrutzelt haben,
dann frieren sie nachts, wenn sie draußen schlafen. Und wenn ihnen dann jemand sagt, ihr Thermometer zeigt 20 Grad, dann glauben sie das nicht, sie schauen darauf. Sie frieren bei 20 Grad plus. Weil einfach, keine Ahnung, wird mal erklärt, das ist irgendwie ein Ankereffekt, wenn ich halt tagsüber 60 Grad habe und das fällt um 40 Grad, dann empfindet der Körper das einfach als kalt. Und das war so. Und im Winter war es dann auch wirklich sehr, sehr kalt. Nachts so minus 20 Grad war auch, ja, belastend. Ne? Schönes Land eigentlich, aber wie du es gerade gesagt hast, böse Buben gibt's halt, gibt's genug. Zu dem, was wir da gegessen haben. Die Wasservorräte mussten natürlich enorm sein, wenn jeder Soldat 10 Liter am Tag konsumiert hat. Ansonsten gab es in der Regel EPA. Das heißt, jeder kennt es wahrscheinlich, zumindest der hier Uniform trägt. Unsere schöne 30 Jahre haltbare Dosenverpflegung. Ich kenne auch noch Zeiten, wo ich gesagt habe, super, jetzt gibt es endlich mal EPA. Sie können das Zeug irgendwann nicht mehr sehen. Sie können es nicht mehr sehen. Sie fetten das natürlich mit all dem an, was Soldaten von zu Hause geschickt bekommen. Salami, Knoblauch, was auch immer. Und tun das da rein, damit so ein bisschen neuer Geschmack reinkommt in ihre Geschmacksnerven. So ein bisschen wenigstens noch am Leben erhalten bleiben. Aber viele Variationsmöglichkeiten haben sie da nicht. Und es schmeckt irgendwann einfach nicht mehr. Mein Spieß hat dann gelegentlich uns den Gefallen getan. Ich sag mal so grob, einmal pro Raumverantwortung, zweimal pro Raumverantwortung war das schon so. Durch irgendwelche Deals mit Amerikanern vernünftiges Fleisch zu besorgen und das da draußen auch zuzubereiten, was zu einer enormen Motivation der Truppe beigetragen hat, muss man wirklich sagen. Und da merken sie auch mal wieder, dass sie am Leben sind, sage ich mal vorsichtig. Hatte ich gesagt, mit dem Verfeinern, was man hat, den Eintopf kann ich wirklich nicht empfehlen mit 30 Jahre haltbarer Wurst und dann Wasser rein und dann umgerührt und das wird einem dann da als Chef zum Essen präsentiert oder sowas. Ich glaube, man erinnert sich ja auch, dass der Chef immer leicht gereizt war, wenn er Hunger kriegte. Das ließ sich aber gelegentlich halt nicht vermeiden. Und natürlich auch draußen. Wenn sie draußen sind, haben sie so gut es geht mit Gas sich das, was sie da hatten, auch noch warm gemacht. Dafür hat man dann auch Gelder, um da die Gaskannen auch draußen zu befüllen, die du da zur Verfügung gestellt hast. Ach so, ja, nicht offiziell, Entschuldigung. Also wir haben uns das versucht, so gut es geht, gemütlich zu machen, aber diese Dinger nehmen halt auch Platz auf einem Fahrzeug weg. Und was mein Kompanietruppführer da für Tetris gespielt hat, 2 Tage, bevor wir rausgefahren sind, damit er alles reinkriegt, was wir brauchen, ist wirklich enorm. Gut, was die Afghanen gegessen haben, du hast es ja gerade gesagt, ich habe mich nicht dran gewöhnt, ich habe es auch versucht zu vermeiden. Ich weiß auch nicht, was das darstellen soll. Ja, okay. Ich habe jetzt noch nicht erwähnt, wie es hier drumherum aussieht. Du erinnerst dich an die Dixie-Klos und so weiter und den Absauger. Ja, gut, ist auch egal. Letztendlich waren unsere Soldaten aber nicht besser. Das ist das von mir immer als Idioten-Frühstück bezeichnete grundlegende Lebensmittel eines Soldaten in Afghanistan. Kekse, Kaffee, Kippen. Ich habe den Soldaten prophezeit, dass sie ihren Einsatz so nicht durchstehen würden, dass sie Vitamine brauchen, ihre Energie irgendwo rausziehen müssen. Sie haben mich eines Besseren belehrt. Auch die, die das quasi ihren gesamten Einsatz über konsumiert haben, haben es irgendwie hinbekommen. Also für mich wäre es nicht gewesen. Ja, zum Schlafen. Es gibt grundlegend 2 Möglichkeiten zu schlafen, nämlich die eine im Container, im Feldlager und dann die Möglichkeiten, die sie draußen im Außen- oder Vorposten haben. Jeder Soldat hat im Feldlager seinen Container gehabt, in der Regel zu zweit einen Container. Das war, ich glaube, ich war in der Kompanie der Einzige, der einen Einzelcontainer hatte, mein Privileg als Kompaniechef. Ansonsten haben die sich zu zweit ihren 12 Quadratmeter großen Container geteilt. Ja. Wir waren aber auch die einzigste Kompanie, die Container hatte. Die Reste waren in Atrien untergebracht, haben sie recht, okay. Gut, ich beziehe das mal auf unsere Kompanie. Es gab auch schon diejenigen, die in Steinatrien dort gelebt haben. Aber naja, wie das so ist, die Infanteriekompanien, die können dann ja irgendwo anders untergebracht werden. Wobei uns das eigentlich ganz gut gefallen hat, da muss ich auch sagen. Ja, und draußen war es dann letztendlich auch mit meinen Privilegien vorbei. Da habe ich dann nämlich wie jeder andere Soldat da geschlafen, wo es eben ging. Das ist ein Kompaniechef und ich bin der andere Kompaniechef. Da haben wir quasi in diesem DHQ bei einer Erkundung dann ja in diesem kahlen Gemäuer, schimmelverseucht, irgendwo zwischen den Räumen auf einem Feldbett geschlafen. Und das ist mal exemplarisch ein Soldat auf einer Operation, der einfach da schläft, wo es möglich ist. In Operationspausen habe ich den Soldaten auch immer gesagt, soll die kein schlechtes Gewissen haben. Wenn es möglich ist, legen die sich hin und schlafen. Und auch als Kompaniechef, da kamen dann irgendwann schon die Soldaten und haben gesagt, so Chef, jetzt müssen Sie aber auch mal sich hinlegen. Wenn Sie Luft haben, dann schlafen Sie, weil ansonsten laugen Sie da unendlich aus.
Und dann gibt es auch noch viele andere Varianten des Schlafes, zu denen ich jetzt komme. Das waren letztendlich unsere Schlafgelegenheiten in diesem Außenposten im DHQ, im Polizeihauptquartier. Ja, ich hatte gesagt, da war es dann auch mit meinen Privilegien als Kompaniechef vorbei. Wir hatten 6 Betten für 8 Mann in einem Raum und die haben wir halt immer munter durchgetauscht. Also gut, mein Privileg war, dass in meinem Bett kein anderer geschlafen hat, weil ich halt Schichten mir so eingeteilt habe, wie ich es wollte. Aber es war schon so, dass dann 12 Stunden eine Soldat das Bett für sich hatte, mit seinem Zeug raus ist und dann 12 Stunden der andere Soldat sich in dieses Bett gelegt hat. Ja, und die Soldaten sind wirklich kreativ, da zeige ich einfach mal so ein paar Fotos. In Vorposten wichtig, das erkennt man, immer irgendwo ein schattiges Plätzchen zu finden. In Positionen, in denen ich so ohne weiteres wahrscheinlich nicht hätte schlafen können. Auf Zementsäcken, auf Beton, auch auf Beton hier. Und wenn die Züge draußen sind, dann merken sie auch nicht, dass der Chef die Operation im Liegen führt, sozusagen. Ne? Auch da, hier Funkgerät ist ja an der Seite, konnte ich dann sozusagen mal ein bisschen durchspannen. Wie gesagt, Schatten war immer wichtig und man kann offensichtlich auch mit dem MG ganz gut kuscheln. Das zeigt das Foto. Gut, okay, ist ein etwas harter Cut, gebe ich zu. Wir kommen mal zum Gedenken. Wir hatten im Feldlager Kundus das offizielle Ehrenhain, wo aller toten Deutschen ja, an diesem Gemäuer mit entsprechenden Plaketten gedacht wird. Das Ehrenhain ist der Platz, auf dem Patrouillen auffahren, bevor sie das Feldlager, das relativ sichere Feldlager ins Feindesland verlassen. Und man hat dann sozusagen, wenn man kurz bevor man rausfährt, nochmal die Möglichkeit, da mal kurz ein Gedenken zu machen oder sich nochmal bewusst zu machen, wie gefährlich das wirklich außerhalb der Lagerzäune ist. Ja, 2 Beispiele für solche Plaketten. Die beiden habe ich gewählt, weil Misha Meyer derjenige ist, der am Kundus River gestorben ist, und zwar so ziemlich genau an der Stelle, an der Oberst Klein auch die Bombardierung der Tanklaster befohlen hat. Da gibt es jetzt eine Brücke, die ist Ende letztes Jahres fertig geworden, Misha Meyer Brücke, die an der Stelle über den Kundus River führt. Und Markus Mattes ist der letzte gefallene Deutsche, den es in Afghanistan gab. Und das war auch bei uns im Distrikt, also im Shahdare, auf einer Straße, die wir auch relativ häufig befahren haben oder auf der Besuchverfahren gemacht haben, ungefähr, ich weiß nicht, 2 oder 3 Wochen vor Einsatzbeginn, also vor unserem Einsatzbeginn, durch ein IED. Ja, okay, das kurz dazu. Und wir haben am Ehrenhain unserer Kompanie noch an den Unterkünften unserer Kompanie noch ein kompanieinternes Ehrenhain gehabt, wo der Soldaten unserer Vorgänger gedacht wurde. Also die hatten insgesamt, ich hatte schon gesagt, ich glaube seit 2008, 7 Tote, 7 gefallene deutsche Soldaten. Und denen wird an diesem Ehrenhain nochmal gesondert ein Platz gewährt, an dem sie, ja, oder an dem ihnen gedacht werden kann. Es sind dort für jeden Gefallenen, oder es sind dort Schildkröten in einem Gehege vor diesem Ehrenhain, 7 Stück, also für jeden Gefallenen eine, als Zeichen der Unsterblichkeit. Und das wird auch, also wurde bei uns durch den Spieß und wurde durch die Soldaten freiwillig, ohne dass ich da mal irgendwas anordnen musste, auch instand gehalten, gepflegt und sich da belesen, wie es gilt, Schildkröten zu halten. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Gut, das vielleicht nur kurz dazu. Und an diesem Ehrenhain haben wir dann auch die Dingo-Türen einbetoniert. Das sieht man später noch auf einem anderen Foto. Gut, zu den Tieren in Afghanistan. Es gab halt Liebsame und Unliebsame. Kamele war so das, was einem da regelmäßig begegnet ist, auch nicht weiter tangiert hat. Das war was, mit dem wir in unserem Vorposten, unserem Außenposten zu kämpfen hatten. Was auch immer wieder dazu führte, dass die Soldaten dazu Hygiene gezwungen werden mussten. Wir wohnten da mit 160, 200 Mann in diesem kleinen Polizeihauptquartier. Und die Tendenz ist dann doch, wenn es auch nicht richtig zu essen gibt oder eben nur jahrelang haltbares verpacktes Zeug, und man die Patrouillen und so weiter dann außerhalb des Lagers macht und da eigentlich nur zum Pennen und zum Erholen so ein bisschen reinkommt, immer die Tendenz, dass er so ein bisschen aus den Fugen gerät. Also war auch was, was uns den ganzen Einsatz durch beschäftigt hat. Dass da die Mülleimer vernünftig leer gemacht werden und so weiter, um sich eben dieses Viechzeug hier vom Hals zu halten. Und Skorpione
begegnen einem dort relativ selten, schon mal einem Schlafsack hier beim Ausfegen. Sind auch Tierchen, mit denen man da zu rechnen hat, aber nicht in der Form, wie ich es vor dem Einsatz vermutet hätte. Ja, und dann gibt es die, da erzähle ich mal was zu. Dann gibt es die Tiere, die dann eher liebsam sind oder die wir uns selbst organisiert haben. Hier mal am Beispiel zweier Esel. Und zwar auch was wir uns zusammen letztendlich ausgedacht hatten, gab es eine Operation zu einem Vorposten, die ich machen wollte, wo die Frage aufkam, okay, wie schaffen wir es, wenn wir dort abgesessen hinwollen? Und ich habe gesagt, nein, nur abgesessen, weil hohe ID-Gefahr, wir fahren dort nicht mit Fahrzeugen hoch. Wie schaffen wir es, so viel Ausrüstung, Munition, Waffen, Wasser, alles, was dazugehört, mitzubekommen, ohne dass sie sich da hoch tot schleppen? Und dann kam uns die glorreiche Idee zu sagen, ey, pass auf, lass uns doch einen Esel kaufen als Packtier. Wir laden den oder laden die voll mit dem, was wir nicht zwingend jetzt am Körper haben müssen, und dann führen wir die mit. Ist übrigens was, was wir uns auch ein Jahr vorher bei anderen abgeguckt hatten. Und ja, das führte dann dazu, dass ich das abends angekündigt hatte, der Esel dann am nächsten Tag da war, die Patrouille vorbereitet wurde, ich gesagt habe, so und so, der und der Zug bekommt die Esel mit. Überlegt euch, was ihr da auf die Esel aufladet, und morgen früh um die und die Uhrzeit geht's los. Und ich kam dann am Morgens hin, und was ich sah, war, dass unsere Esel bis zum Rand sozusagen, bis auf Anschlag, mit allem möglichen Kram vollgepackt waren, den sie kaum in der Lage waren zu stemmen. Und als ich dachte, na, der wankt ja schon ganz schön, und die wackeligen Beine, ob die das noch aushalten, kam dann noch der Scharfschütze mit seiner Granatmaschinenwaffe, die 80 Kilo wiegt. Die 80 Kilo wiegt und hat die dem armen Viech dann oben auch noch raufgesetzt. So, nichtsdestotrotz, ich wollte natürlich von meinem Vorhaben, weil ich das am Vorabend auch so schön befohlen hatte, nicht abweichen. Ich habe gesagt, so, ja, komm, jetzt los geht's. Und es hat dann dazu geführt, dass wir, also vielleicht haben wir 200 Meter geschafft. 200 Meter, und dann lagen sie quasi mit ausgestreckten Beinen am Boden. Also, was nicht funktioniert hat, die Ausrüstung wurde dann auf die Männer wieder verteilt. Die mussten dann also mit vielen Pausen, die sie gemacht haben, dann trotzdem zu diesem Vorposten. Die Afghanen waren gerade im Ramadan, durften tagsüber nichts essen und nichts trinken, haben sich gefreut, dass sie dann diese Esel zum Reiten nutzen konnten. Und das hat auch bei der Bevölkerung für die entsprechende, ja, für das entsprechende Amüsement gesorgt, sage ich mal vorsichtig. Okay, aber das ist ein Zeichen dafür, etwas abstrakter formuliert, dass sie in Afghanistan kreativ sein müssen, nach kreativen Ideen suchen müssen, um das, was sie da vorhaben, auch vernünftig umzusetzen. Das war eine, über die wir jetzt lachen können, für die wir da sicherlich ein bisschen Kritik einstecken mussten, aber die ist mittlerweile jedem in guter Erinnerung und wird auch immer wieder so als Schlag aus der Jugend überall mal erzählt. Gut. Und dann die Kuscheltiere. Offizielle Weisung ist, dass Tiere nicht gehalten werden dürfen aufgrund von hygienischen Vorschriften, die eben dazu führen sollen, dass Soldaten sich dann nicht mit irgendwas infizieren oder anstecken. Letztendlich hat mein Kommandeur das toleriert, ich habe es auch toleriert, weil es den Soldaten immer mal wieder was zum Knuddeln, zum Kuscheln gegeben hat, und es generell in der Truppe für eine gute Atmosphäre gesorgt hat, sage ich einfach mal so. Die wurden auch durch meine Ärzte, die ich in der Kompanie hatte, entwurmt und entsprechend desinfiziert. Und wir konnten da relativ sicher sein, dass uns da nichts weiter, was das angeht, bedroht. Ne? Und die guten Hundchen, die unsere Wachhunde sein sollten, die wir von der Höhe zu uns geholt hatten, damit sie uns jetzt bewachen, waren eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, gestreichelt zu werden, zu schlafen. Und sind immer dann aktiv geworden, wenn irgendwo Essen aufgetaucht ist. Ne? Also wirklich ein Nährwert zu unserer Sicherheit hat das nicht geliefert. Ja, und dann die Tiere, die Soldaten da von sich aus mit durch die Gegend getragen haben. Auch die gab's. Gut. Ja, ganz kurz zum Thema Presse, da habe ich auch nur eine Folie zu. Wir wurden fast rund um die Uhr permanent und überall durch Medienvertreter begleitet. Die Kompanie war sehr skeptisch, weil ich jemand war, der immer sich freiwillig gemeldet hat, wenn mal irgendwo ein Medienvertreter angekündigt wurde. Und einer, der gesagt hat, die Medienvertreter werden hier eingebunden, als würden sie dazugehören, oder sie werden so eingebunden, dass sie dazugehören. Und ich erwarte, dass jeder die vernünftig behandelt, so wie jeden anderen dort draußen auch.
Das hat in der Kompanie, wie gesagt, am Anfang gerade auf Übungsplätzen, du hast uns ja auch schon auf dem Übungsplatz begleitet, immer zu so ein bisschen Augenrollen geführt und man war so ein bisschen genervt, jetzt haben wir irgendeinen am Hals und so weiter. Aber ich habe immer wieder betont, dass wenn die Soldaten sich darüber beschweren, dass man zu Hause ja so wenig weiß, sie dann jetzt die Möglichkeit haben, das Ganze zu ändern und zwar dann auch noch persönlich und mit einem Eindruck, den sie selbst erzeugen. Das Argument hat am Anfang nicht überall gefruchtet, aber es war tatsächlich so, dass wir mit den Medienvertretern gute Erfahrungen gemacht haben, wirklich gute Erfahrungen. Ich auch gesehen habe, dass die ernsthaft eingebunden wurden, verpflegt wurden, ausgerüstet wurden, dass den Fragen beantwortet wurden und dass sie auch mit auf Patrouillen waren und dadurch letztendlich auch als Teil der Truppe akzeptiert und wahrgenommen wurden. Und ich sage mal so, auf Einsatzmitte kam dann der Umschwung und die freiwilligen Meldungen, wenn mal Medienvertreter sich angekündigt hatte, aus den Zügen, die kamen dann an mich heran. Und ich musste dann sehen, okay, wem gebe ich den jetzt eigentlich mit auf den Weg, weil alle irgendwie wollten. Wir haben nie, wirklich nie, negative Medien in Bezug auf unsere eigene Kompanie gehabt. Nie. Und wir haben, ich hatte es gesagt, permanent Medienvertreter dabei. Es sind viele Berichte, Radio, Fernsehen und auch in Printmedien erschienen. Und letztendlich hat, und das ist meine Reflexion des Ganzen, die gute Einbindung dieser Medienvertreter in die Kompanie und das ernst nehmen und wahrnehmen und denen nicht irgendwas vormachen wollen, dazu geführt, dass die letztendlich auch nicht anders konnten, als zumindest über die Kompanie und das, was die Kompanie gemacht hat, positiv zu berichten. Was nicht heißt, dass nicht ein Artikel im Gesamtkontext negativ oder kritisch gegenüber dem Afghanistan-Einsatz sein konnte. Aber in Bezug auf die Kompanie gab es eigentlich nie was, wo wir gesagt haben, das ist jetzt aber nicht richtig oder war jetzt zu einseitig oder ähnliches. Das war immer positiv. Weihnachten im Außenposten, es neigt sich jetzt dem Ende zu. Ich bin auch schon 5 Minuten über der Zeit, die ich eigentlich nutzen wollte. Wir haben im DHQ die da waren, unter Außensicherung zusammengezogen. Der Militärpfarrer hat eine Andacht durchgeführt, der Kommandeur ist mit rausgekommen. Mein Spieß hat dafür gesorgt, dass das Ganze so ein bisschen weihnachtlich sich dargestellt hat. Die Geschenke, die so von zu Hause kamen, hat er gebunkert und dann an dem Tag geschlossen rausgebracht, sodass jeder dann an diesem Tage die Geschenke seiner Verwandten überreicht bekommen hat, draußen, die er da zugesandt bekommen hatte. Und für die Soldaten, die möglicherweise da nicht so viel erhalten haben, haben wir auch bundeswehrintern so ein paar Geschenke gehabt, weiß ich, eine Weihnachts-CD und so ein Coin, den, ich weiß gar nicht, wer gesponsert hat, Heeresinspekteur, Generalinspekteur, keine Ahnung. Also irgendwas gab es für jeden Soldaten, sodass auch keiner sich da irgendwie schlecht fühlen musste, weil er nichts abstauben konnte. Ja, genau, dann haben wir auch ein bisschen Schabernack gemacht. Der 25. war der Tag, an dem wir dann von draußen nach drinnen gefahren sind und auch drinnen geblieben sind. Das war quasi faktisch das Ende unseres Einsatzes. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, der Kompanietruppführer musste sich dann mit seinem roten angemalten Helm und seinem hochroten Kopf, den er dadurch hatte, dann im Feldlager wieder zurückmelden. Er hätte auch einen Tarnbezug drüber ziehen können, wenn es ihm überhaupt nicht gefallen hätte, aber er fand das dann auch schon relativ witzig. Gut. Zurückkehr, das ist mein Co-Chef, also der die Schwesterkompanie, die andere Infanteriekompanie geführt hat, Schellenberger, der kam dann wieder raus, wir haben nochmal an der Karte alles besprochen, ich habe abgeklatscht und dann waren wir sozusagen drin und er hat seine letzte Raumverantwortung gemacht. Unsere Nachfolger kamen mit deutlicher Verspätung rein, weil ja, die Wetterlage einfach nicht zugelassen hat, dass dort Transall regelmäßig hin und her fliegen, kam dann mit Hubschraubern. Ein Teil meiner Kompanie war schon in Deutschland, dadurch wurde es wirklich schwierig, in der Übergabephase alles reibungsfrei über die Bühne zu kriegen. Es ging dann, genau wie bei uns zu Beginn, an die Materialübergabe, Waffen, Munition, Ausrüstung, Fahrzeuge und so weiter. Wurde vorher vorbereitet, geputzt und dann vollzählig an unsere Nachfolge übergeben. Und das ist der die Infanteriekompanie 6,5 Monate nach mir geführt hat, Wolf Sanchez heißt er, der mittlerweile aber auch schon wieder zu Hause ist und das Ganze auch gut über die Bühne bekommen hat. Der erlösende Handschlag meines Kommandeurs vor dem Ehrenhainer Kompanie. Hier nimmt er mir dann also die ganze Verantwortung ab und übergibt sie an meinen Nachfolger, der dann eben 2 Kompanien oder in dem Fall 1,5 auf dem Papier zu führen hatte. Und dann sind meine Soldaten nach und nach Hause geflogen und wir zu viert dann die letzten, die afghanischen Boden verlassen haben. Vor dem Ehrenhainer Kompanie hatte ich gesagt, hier sieht man die Dingo-Türen, die wir da noch aufgestellt hatten, mit einer Plakette versehen haben, zur Erinnerung an diese Isiakel-Gefechte. Ja, und dann geht es zum Airfield Kundus. Das ist hier der kleine Flugplatz, wenn man es so bezeichnen kann, in Kundus. Da sieht man die Hindenburg noch hängen. Die 9 kommen raus aus der Transall, sie gehen rein in die Transall, nach Masih-i-Sharif, Zwischenstopp.
in einem 400-Mann-Zelt. Der Amerikaner haben wir dort genächtigt, ist zum Einsatzende aber auch egal und stört nicht weiter, bis auf den, der da den Wassereinbruch hatte und nachts den ganzen Regen auf den Kopf bekommen hat. Und das war's. Und dann sind sie zu Hause. Ganz kurz, ich spreche jetzt noch anders, all das, was Sie gelesen haben, gehört haben, auch nachlesbar ist in der ganzen Reihe von Beiträgen, die ich publiziert habe in bundeswehrinternen Medien. Die können Sie in der HSU-Bibliothek, wenn Sie meinen Namen angeben, ganz einfach abstauben. So dass, wenn es jetzt Fragen gibt, die vielleicht in der Kürze der Zeit hier im Anschluss nicht beantwortet werden können, vielleicht da die Antworten sind. Und ansonsten, ja, beende das mein Vortrag und wir gehen dann in die Fragen und Diskussionen über. Danke erstmal. Schießen Sie los. Okay, geben wir das Mikro erstmal nach da oben. Ja, Hauptmann Bunke, S3 Offizier Luftlande P-Kompanie. Frage, wie viele Repatriierungen und welches waren die Gründe? Ich glaube, das lasse ich am besten meinen Spieß beantworten. Haben Sie es noch komplett auf dem Schirm? Ich gebe schon mal eine Vorantwort. Ich glaube, es waren nicht mehr als 5 Mann. Und die Gründe lagen eher in der Heimat als in Verwundungen oder irgendwelchen Traumatisierungen. Also das Mikro muss jetzt wieder zurück zu meinem Spieß sozusagen. Ich denke schon. Also, dass man die Antwort meines Spießes sozusagen auch hören kann. Oder so. Ja, wir haben wirklich 5 Mann repatriieren müssen, wovon von den 5 Mann 3 wiedergekommen sind, was rein aus familiären Gründen war. Erkrankung der Mutter, Krebserkrankung, Sterbefälle zu Hause, die wir temporär nach Hause geschickt haben. Ziemlich zum Ende des Kontingents hatten wir eine ganz, ganz unangenehme Aufgabe. Da haben wir einen Soldaten repatriieren müssen, wo die Mutter freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Aber aufgrund des Einsatzes überhaupt keine Repatriierung oder auch aufgrund disziplinarer Sachen gar nichts. Es gab gleich zu Beginn die ungewollten Schussabgaben, die man immer mal so am Anfang des Kontingentes hat. Also dass ein Soldat versehentlich irgendwo einen Schuss kommen lässt. Das habe ich mit massiven oder empfindlichen Geldstrafen geahndet, aber ich habe die nicht nach Hause geschickt, weil ich auch letztendlich gesagt habe, in den ersten 2 Wochen kann man das in gewissen Bereichen noch tolerieren. Also natürlich kann so ein Ding auch ganz schnell mal schief gehen, aber das waren erst grundsätzlich gute Soldaten. Da habe ich es nicht gemacht. Und man muss auch sagen, dass der Krankenstand, sobald es in Operation ging, immer gegen Null tendiert hat. Also es hat sich da einfach keiner krank gemeldet. Und ich habe wirklich in den Wintermonaten gesagt, okay, Männer, hier, weiß ich, letzte Operation, das letzte Mal, dass ich euch ganz weit rausschicke in den Raum, das letzte Mal, dass ihr wirklich über mehrere Tage und Nächte in der Kälte draußen bleiben müsst. Und wir sind wieder reingekommen und der Kommandeur hat eine Operation geplant und sagt, Herr Bonert, jetzt habe ich eine Idee. Und wir mussten wieder tief in den Raum rein. Ich habe mich vor die Kompanie gestellt und gesagt, hier, alles, was ich gesagt habe, streiche, Sätze, Punkt, Punkt, Punkt. Und da habe ich wirklich gedacht, jetzt zum Ende des Einsatzes kriegen wir den großen Einbruch. Nichts, alle gesund, alle mit draußen. Und wenn jemand krank war, hat er sich in den Phasen, wo wir im Feldlager waren, dann mal kurz zum Arzt begeben, ein bisschen versorgen lassen, aber es waren immer alle dabei. Und ja, es war letztendlich auch neben Professionalität der Soldaten, der Taktik, die wir angewandt haben und so weiter, ein großes Glück, dass niemand bei uns verwundet wurde. Denn letztendlich waren wir auch die erste Taskforce Kundus ohne Gefallene. Alle zuvor hatten das immer wieder dabei. Und in der Taskforce gab es schon Verwundete durch IED-Strikes, aber nicht direkt der eigenen Kompanie. Gut, okay. Wo soll das Mikro hin? Nächste Frage. Wieder zurück nach oben, okay. Hauptfeldwebel Hahn, Pionierfeldwebel aus Seedorf. Kurze Frage, in der Einleitung hatten Sie von der Ausrüstung gesprochen, die ja relativ kurzfristig durch die Bundeswehr eingeführt wurde. Wie bewerten Sie denn die Ausbildungsmöglichkeiten mit der Ausrüstung vor dem Einsatz? Ja. Schwierige Frage. Ich denke, ne, aus dem Bereich, aus dem Sie kommen, haben Sie da grundlegend auch Ihre eigene Wahrnehmung und Meinung zu. Es ist letztendlich so, dass die Ausrüstung, die hier zu Hause genutzt wird, nicht in dem Maße vorhanden ist, in dem man sie bräuchte für den Einsatz. Bin ich sehr überzeugt von. Die Einsatzvorbereitung ist etwas, was mir in letzter Zeit, oder nee, in letzter Instanz mehr graue Haare beschafft hat als der Einsatz selbst. Das klingt
für einen Außenstehenden unfassbar. Aber die Einsatzvorausbildung läuft unter Rahmenbedingungen ab, die an der Grenze dessen ist, was man der Kompanie so zumuten kann. Wir haben, ich glaube, 8 Monate vorher mit der Einsatzvorausbildung begonnen, kompanieintern. Aber 6 Monate vorher wird ihnen erst der sogenannte Einsatzvorausbildungspool der Bundeswehr zugeschanzt. Das heißt, all die Fahrzeuge, die sie brauchen, Dingos, die ganzen Westen, Splitterschutzbrillen und so weiter, die kriegt ihre Kompanie erst 6 Monate vorher. Und ich bin Panzergrenadierkompaniechef. Ich fahre jetzt nicht mit einem Dingo standardmäßig in Deutschland durch die Gegend. Und dazu raus, wie die Bundeswehr den entsprechenden Pool an Fahrzeugen beispielsweise hat. Und die Frage haben wir auch mal wieder gestellt. Die Antwort war, gerade in Bezug auf Dingos, die Industrie kommt mit der Produktion tatsächlich nicht hinterher. Sie haben da, ich muss mich immer noch fragen, ob ich da die richtige Zahl irgendwann mal gelesen habe. Sie haben eine Unmenge an Fahrzeugen, die im Einsatz so kaputt gehen, dass sie die nicht weiter gebrauchen können. Sei es aufgrund der Straßenverhältnisse oder auch aufgrund von Beschuss, von ID-Anschlägen und so weiter und so weiter. Also wirklich eine unfassbare Anzahl. Und die Industrie ist nicht in der Lage, das so schnell wiederherzustellen, dass sie im Einsatz, wo es primär erforderlich ist und in der Einsatzvorbereitung, ausreichend vorhanden sind. Und ich weiß nicht, ob Sie die Bilder kennen, wir sitzen alle mal auf dem Achtsitzer auf und tun dann so, als wäre das ein Panzer und fahren da über den Übungsplatz. Da gibt es halt durchaus Nachholbedarf. Ja, da brauchst du das Mikro wieder. Dazu ergänzend, wenn Sie zu so einem tollen Teil gehören wie Kampfunterstützer, Führungsunterstützer, wie CIMIC, vergessen Sie das mit dem 6-Monats-Pool. Für jeden Infanteristen, der irgendwann mal auf einen Übungsplatz gützt oder sonst wie geht und sieht den CIMIC herumlaufen wie ein Friseur, tut uns leid. Also ich bin, was hatte ich, ein Wolf, ne? Dreisitzer Wolf, der sollte im Gütz tatsächlich einen Igel simulieren. Total toll. Dann hieß es irgendwann in der Einsatzvorbereitung, hey, du kriegst noch einen Oberstabsgefreiten, der wird ein Dingo-Fahrer, wo ich sagte, Moment, wo kommt der denn jetzt her? Ja, im Einsatz ist jetzt ein Dingo geliefert worden, den ich selber nie zu Gesicht gekriegt habe, weil der Chef dritte Vorgängerkontingent angesprengt worden ist, sein Dingo kaputt war und es gleich wieder weggenommen worden ist. Ich hatte einen Oberstabsgefreiten 6 Monate, der aber als Richtschütze bei den Sunnis eingesetzt werden konnte, also von daher war es gut. Bristol habe ich im Einsatz das erste Mal gesehen. Splitterschutzweste war für mich auf dem Übungsplatz normal, alles drum und dran. Sie können sich vorstellen, wie man sich da fühlt, wenn man als gerade mit den Infanteriekameraden runtergehen darf. Und wie die sich vielleicht auch im Gütz noch gefühlt haben mit der Aussage, jetzt den Glückwunsch, was haben wir da für einen Vogel mitgekriegt. Muss man ganz ehrlich sagen, mittlerweile hat sich das geändert. Wir haben im CIMIC-Zentrum ein Ding und einen Igel, mit dem wir dann auch auf den Übungsplatz kommen. Sie haben es vielleicht jetzt, wenn Sie aus Seedorf sind, mitgekriegt, wenn Sie jetzt wieder mit dabei sind, in den Einsatz zu gehen. Aber das kommt so nach und nach, wenn man irgendwann mal kapiert hat, dass wir CIMIC vielleicht auch mit Ihnen unterwegs sind. So viel von meiner Seite. Gut, dann die nächste Frage auch aus der Runde dort oben, oder? Das haben wir kapiert. Mhm. Hauptmann Claudius Fritsche, Chef Luftlande P-Kompanie. Sie sprechen mir aus der Seele. Also ich bin froh, wenn es im Januar losgeht und meine grauen Haare sich dann zumindest einfrieren auf dem Stand, den Sie im letzten halben Jahr ausgebaut haben. Mhm. Ich habe noch eine Frage in Bezug auf Ausbildung im Einsatz. Wie viel Zeit haben Sie gehabt? Haben Sie das genutzt oder ging es mit der Operationsführung im Endeffekt straff los? Letztendlich können Sie das... Also gut, als Pionierchef vielleicht nicht so maßgeblich wie der, der dann taktisch auch vor Ort führt. Sie können das ein bisschen steuern. Und wir haben auch vor Ort noch die Möglichkeit genutzt, auszubilden. Aber Sie nutzen diese Möglichkeit immer unter der Prämisse, dass auch was passieren kann. Das ist letztendlich so. Wo wollen Sie es üben? Also im Feldlager ein paar Runden mit dem Dingo drehen? Ja. Aber letztendlich fahren lernt man in dem Gelände dort vor Ort. Und mit richtig gutem Gewissen konnte ich nicht jeden Soldaten dort mit runternehmen, aber wir brauchten die Fahrer. Und der Anspruch ist natürlich, ne, ich höre das auch in der Theorie, wir bilden doppelt aus und der Kraftfahrer ist auch gleichzeitig Richtschütze und dann kann man da switchen und so weiter. Sie haben ja die Zeit gar nicht, wenn Sie nicht das ausgebildete Personal schon bei sich haben. Man kann es in gewissen Bereichen selber steuern, Waffenausbildung und so weiter, das geht immer parallel. Die Patrouillen, zwischen den Patrouillen, wenn man die ein bisschen auseinanderplant, gibt es auch Zeiten, in denen man Dinge machen kann, die im Lagerzaun möglich sind oder auch in einem Vorposten. Aber jetzt speziell fahren üben, schießen üben, das machen Sie draußen. Und da ist ein gewisses Bedrohungspotenzial immer vorhanden. Danke. Gern, okay. Ich wusste gar nicht, dass ich hier so eine Zuhörerschaft habe. Das freut mich natürlich ungemein, dass Sie den weiten Weg hier auf sich genommen haben. Ich dachte, ich spreche sozusagen vor allem zu Studenten, die da relativ wenig Berührungspunkte mittlerweile haben.
oder inzwischen erst haben oder bisher erst haben. Freue mich, dass Sie da tatsächlich auch auf derselben Ebene sozusagen hierher gekommen sind. Gut. In der Fankurve hier oben das komplette Führerchor der Luftlande Pi-Kompanie. Ja, alles klar, schöne Sache. Hast du Pioniere, gewinnst du jeden Krieg. Pioniere haben da übrigens einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, meine ich aber durchaus ernst. Gut, dann ja, nächste Frage. Ja? Leutnant Bilke, ich habe eine eher theoretische Frage. Und zwar geht es um die Zusammenarbeit mit Amerikanern. Wie hat sich da die Zusammenarbeit ergeben, auch gerade was die taktischen Grundsätze angeht, dass zum Beispiel die Bundeswehr eher auf auftragstaktischer Arbeit agiert und die Amerikaner eher mit dem Führen, also praktisch Auftragsführen. Verstanden. Ja. Ich sag mal grundsätzlich keine Schwierigkeiten. Amerikaner, also letztendlich war es so, dass immer der eine dem anderen zur Operation untergeordnet wurde und damit dann auch der entsprechende Kompaniechef oder Zugführer dann verantwortlich war und alle anderen eben das gemacht haben, was der gesagt hat. In der Regel war es so, dass Amerikaner in meine Kompanie kamen und dann gemäß meiner Operationsführung eingebunden wurden. Und das waren nie kampfkräftige Verbände oder besser gesagt Teileinheiten, sondern das waren Spezialisten. Ein Female Engagement Team, das sind Kräfte, die speziell für die Gesprächsaufklärung mit Frauen ausgebildet wurden. Dann das Route Clearance Package. Sie können halt in Afghanistan nicht einmal so irgendeinen Soldaten oder irgendeine Frau anquatschen lassen. Ne? Das mal zum Hintergrund dafür vielleicht. Ein Route Clearance Package, die kam halt bei uns rein. Wir haben uns abgestimmt. Ich habe gesagt, ja, hier und hier will ich lang. Sagt er, ja, dann fahre ich vor. Fertig. Und die direkt in Züge eingebunden wurden, ich glaube, Aufklärungskräfte hatten wir mal dabei. Scouts, genau. Den habe ich einmal eine grobe Absicht verkündet und dann sind die zu dem Zug gegangen. Ich weiß letztendlich gar nicht, was die da besprochen haben, aber immer nur positive Rückmeldungen gekriegt. Also ich glaube tatsächlich, dass das, solange da nicht zwei riesige Verbände aufeinandertreffen, wo dann die Hierarchien nicht klar strukturiert sind und so weiter, grundsätzlich kein Problem ist. Okay, weitere Fragen? Ja, da muss das Mikro einmal ganz nach oben durch. Ja, Leutnant Schuck. Wie stellte sich denn der Freiraum in der Auftragsdurchführung dar? Also inwieweit hatte man Möglichkeiten, den Auftrag selbst zu gestalten oder war das stumm vorgegeben, wie man das auszuführen hatte? Ich muss noch mal kurz gucken, ob doch noch vielleicht irgendein Vorgesetzter vor mir hier sitzt. Also außer mein aktueller natürlich, von meinen damaligen Vorgesetzten. Ich denke, der Kommandeur ist nicht in dem. Ich habe meinen Kommandeur, ich hab was Schlimmes geahnt, sage ich mal vorsichtig. Und zwar, dass er so wie auf Übungsplätzen zuvor ganz krass mit Befehlstaktik führt und mir die ganze Zeit, ich übertreib's mal, reingrätscht, meinen Leuten irgendwas befiehlt, ohne dass ich es weiß und so weiter und so weiter. War eine Einsatzvorausbildung wirklich sehr, sehr schwierig. Aber im Einsatz hat er mir so weite Grenzen gesetzt, wie ich das zuvor nicht vermutet hätte, also klassische Auftragstaktik, und hat mich einfach machen lassen. Hat mich wirklich machen lassen. Letztendlich ist die Operationsführung im Gelände durch mich, natürlich mit Unterstützung, und mein Kompaniechef, Schwesterkompanie, erfolgt. Das heißt, der Kommandeur hat sich briefen lassen, hat gesagt, okay, was habt ihr als nächstes vor? Und sagen wir, ja, wir waren in der Ortschaft, jetzt wollen wir eine weiter, folgender Ansatz, da Kräfte. In der und der Zeit hat er gesagt, jo, passt, denkt mir an das und das, fertig. Der Kommandeur selbst hat viele, viele andere Sachen zu tun. Der ist vor allem auf der politischen Ebene unterwegs, sage ich mal vorsichtig, macht Schuren, irgendwelche Gespräche mit Distriktgouverneuren und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht was, aber war wirklich rund um die Uhr beschäftigt, kam gelegentlich mal mit auf Patrouillen, hat sich gefreut, fand das alles toll, fertig. Die Auftragstaktik hat er umgesetzt, es hat uns sehr, sehr viel Freiraum gegeben, natürlich auch sehr, sehr viel Verantwortung, hat uns sehr gut gefallen und es war das, was mir meine Vorgänger und auch meine Vorvorgänger prophezeit haben. Die Kommandeure haben gar nicht die Zeit, taktisch großartig zu planen und auch zu operieren, weil die in viele, viele andere Dinge eingebunden sein werden. Und auch 2010, als die schweren Gefechte waren, waren das vor allem Sachen, die auf Kompanieebene gelaufen sind. Bis auf dann die letzten zwei Wochen, wo er noch mal eine Idee hatte. Ne? Hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Okay, hat wirklich Spaß gemacht. Also im Nachhinein betrachtet, wenn Auftragstaktik wirklich, wirklich gelebt wird, dann können sie sich voll entfalten da. Und das ist eine Erfahrung, also wenn sie da Helikopter haben wollen, kriegen sie Helikopter. Und wenn die Haubitze schießen sollen, schießen sie Haubitze. Und wenn sie Flugzeuge haben wollen, kriegen sie Flugzeuge. Und wenn sie sagen, ich brauche mehr Pioniere, kriegen sie mehr Pioniere, die ich so noch nicht gemacht habe und wahrscheinlich so schnell auch in der Dienstzeit nicht mehr machen werde.
Gut, okay. Weitere Fragen? Ja, irgendwelche Fragen haben Sie bestimmt. Wie gesagt, keine doofen Fragen, auch wenn die marginal erscheint oder so, hauen Sie einfach raus. Ja. Ja, Leutnant Gremse, ich würde gerne nochmal darauf eingehen, was Sie angesprochen hatten, die Implementierung von dem Jägerzug in der Grenadierkompanie, gerade wenn ich mich umschaue, dass viele Grenadiere und andere Infanteristen anwesend sind. Wie schnell haben sich, sage ich mal, die taktischen Grundsätze, die ja grundlegend teilweise unterschiedlich scheinen, in der Einsatzvorbereitung bzw. im Einsatz dann angleichen können, sodass die, ich sag mal, einheitliche Führungsfähigkeit da in der Kompanie gegeben war? Ja, schwierig. Ich würde meinen Spieß bitten, nachdem ich jetzt geantwortet habe, auch nochmal eine Antwort zu geben in Bezug auf das Thema. Oder sagen Sie Reizthema lieber nicht? Okay, gut. Also dann nicht aus taktischer Perspektive. Okay, verstanden. Also nicht aus taktischer Perspektive, aber dann auf menschlicher eher. Schwierig. Ich hatte, das hatte ich Ihnen persönlich ja schon mal gesagt, das Schlüsselerlebnis auf dem Übungsplatz davor, wo wir also in der Übung, in einem Gefecht standen. Ich gesagt habe, hier, Jägerzugführer, komm ran. 2 Kilometer die Ortschaft, da sind unsere eigenen Kräfte im Feuergefecht. Sitz auf deine Fahrzeuge auf, fahr da rein, hol die raus. Und er dann gesagt hat, Chef, ich bin doch hier schon, ich stehe doch hier schon, wir sind gar nicht mehr auf den Fahrzeugen. Und ich dann gesagt habe, dann jetzt auf die Fahrzeuge rauf, hinfahren und die rauskämpfen. Und dann gesagt hat, aber ja, das sind doch nur 2 Kilometer, die laufe ich doch zu Fuß. Und das hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ich dann gesagt, ja, kurz einen KDF anguckt, der so, wenn sie laufen wollen, sollen sie laufen. Und dann sind die halt gelaufen. Und da ist mir das erste Mal wirklich taktisch bewusst geworden, Jäger ticken taktisch anders als Grenadiere. Wir würden nie ist übertrieben. Wenn wir die Möglichkeit haben, irgendwo mit dem Panzer hinzufahren, dann nehmen wir den mit, weil da auch eine 20mm Bordkanone und ein 7,62 Turm-MG obendrauf ist. Und ein Jäger fühlt sich halt, so wie er ist, mit seiner Ausrüstung und seiner Waffe wohler und geht halt lieber abgesessen in der Ortschaft und sitzt nicht in irgendeinem Blechsarg. Und das war das, ja wie gesagt, das war das, was mir da erstmal ganz klar bewusst geworden ist, was auch immer wieder zu so einem kleinen Konfliktpotenzial geführt hat. Aber, und das ist was, wo mein Spieß und ich uns auch ausgiebigst, ständig und immer wieder drüber unterhalten haben. Ich habe gesagt, pass auf, taktisch funktioniert es und es hat im Einsatz taktisch funktioniert. Und über alle anderen Dinge, die hier nicht funktionieren, kann ich persönlich als Kompaniechef hinwegsehen, weil die Taktik, und das war mein Schwerpunkt, auch mit den Jungs gut geklappt hat. Und wir haben, ich habe es vorhin gesagt, wir haben das meiste abgesessen gemacht, weil wir eben nicht mit Fahrzeugen mal eben durch die Ortschaft gebraust sind. Und das haben am Ende auch alle ähnlich gemacht. Letztendlich gab es aber mentalitätstechnisch trotzdem Unterschiede, die uns die ganze Zeit begleitet haben, die auch nie endgültig dort ausgemerzt wurden. Es war auch 2011, ein Bericht mit 10 Interviews in der Zeit, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du dich entsinnst. Also ganz hardcore. Da haben Grenadiere über Jäger abgelästert und Jäger über Grenadiere. Und die jeweiligen würden im Einsatz ja nur Scheiße bauen. Und die anderen haben es genau wieder andersrum erzählt. Peinlich durch die Presse gewandert, ein Aufschrei durch die Truppe. Das ist was. Und da waren wir uns am Ende alle einig, was uns nicht passieren wird. Aber wir haben verstanden, es gibt Kulturunterschiede, die sind nicht zu überbrücken. Ja, ja, möchte ich mal zu der Zusammenarbeit nochmal Stellung nehmen. Ich habe 2 Arten der Zusammenarbeit als Spieß kennengelernt. Das waren die Einzelabstellungen, egal wo sie herkamen, aus Süddeutschland, Westen, Osten, vollkommen problemfrei. Das waren Scharfschützen, Gruppenführer, unser SX-Feldwebel, vollkommen problemfrei, haben sich vom ersten Tag an voll in die Einheit integriert. Problemfall ist der Infanteriezug. Ich will das jetzt gar nicht, ich will keine dreckige Wäsche waschen. Das liegt nicht an den Menschen, das liegt auch nicht an uns, das liegt ganz einfach, da kommt eine Teileinheit, die ist in sich geschlossen. Und da kommen sie ganz, ganz schlecht dran. Und je besser diese Teileinheit in sich funktioniert, je schwieriger ist es für Sie als Kompaniefeldwebel oder als Chef, menschlich an die ranzukommen. Die wollen das ganz einfach nicht. Sie haben eine Beförderung, der befördert wird, möchte ein Bier ausgeben und die kommen dorthin, trinken ein Bier und verlassen den Raum. Aber nicht einzeln nacheinander, sondern geschlossen, weil es eine Teileinheit ist. Wie wirkt das auf Sie? Das ist demonstratives Verhalten. Die verlassen den Raum. Damit klarzukommen, war wirklich schwierig.
Und der Hauptmann Bonert und ich, wir haben da auch wirklich intensive Gespräche geführt. Und das war auch schon teilweise so weit, dass ich gesagt habe, pass auf, ich bin ja der falsche Mann, ich verlasse das Einsatzland. Das ist wirklich schwierig. Aber ich möchte das nochmal betonen, das liegt nicht an dem Standort Illkirch, das liegt nicht an irgendeinem Einzelnen, sondern das liegt ganz einfach daran, dass das eine gewachsene Teileinheit ist. Das Gleiche haben wir erlebt mit dem Zug, den wir abgegeben haben nach Illkirch, der genau das Gleiche, nur genau andersrum erlebt. Er ist dort nicht angenommen worden, er ist dort nicht reingekommen, weil man ihn dort immer als die harte Teileinheit wahrgenommen, kennengelernt hat und wurde dort halt nicht richtig integriert. Das zur Integration. Mhm. Und der Kapitänleutnant kann bestimmt noch was dazugeben. Ja, ein bisschen wieder die Stimmung auflockern mit lustigen Geschichten. Nein, Blödsinn. Ich bin Marinesoldat. Für mich war generell erstmal Infanteristen, grüne Litzen, oh Gott, ne, dann kennt man auch den Spruch vom Panzergrenadier. Da war sowieso alles gut. Dann kam ich im Götz an und sah Leute, die ich aus dem Studium kannte. Ob es jetzt Schellenberg oder Bonert waren, damit war eigentlich schon alles vorbei, was das angeht, die Zusammenarbeit. Zimmika ist man halt erstmal der Klotz am Bein. Man rennt irgendwo mit, man ist der Vollidiot, der in irgendeiner Ortschaft dafür sorgt, dass man eine halbe Stunde drum rumsteht in der Sicherung, während der komische Kaloi gerade mit irgendeinem Afghanen ins Haus verschwindet und Tee trinkt. Macht man sich echt Freunde mit. Bis man dann den Leuten klar macht, dass die Bevölkerung vielleicht auch mal Brot und Tee abgibt. Das funktioniert auch sehr gut und nehmen die Infanteristen an. Interessant war, dass natürlich die Zugführer Bravo Charlie, die beiden aus Munster stammenden, waren natürlich erfahrene Hauptfeldwebel, muss man dazu ganz ehrlich sagen. Beide, glaube ich, sogar mit Einsatzerfahrung Kosovo, kannten somit ein bisschen Zimmig. Der Bravo hat es dann irgendwann mal per Funk sogar regelmäßig gesagt, wir schicken jetzt die schwerste Waffe ins Gefecht, womit dann gemeint war, ich soll labern gehen, auf gut Deutsch. Oder abkumpeln, unser Lieblingsbegriff. Mhm. Der Alpha, junger Oberleutnant, echt guter Typ. Ich stehe jetzt noch mit ihm in Kontakt, das passt dazu. Er vermittelt mittlerweile Reservisten, die irgendwas Technisches studieren, zu CIMIC als Reservisten, weil dort können wir Techniker und Ingenieure und Architekten auch manchmal gebrauchen. Der anfänglich sagte, CIMIC will ich nicht. Der sich, glaube ich, sogar anfänglich geweigert hatte, mich mitzunehmen, weil er voll auf dem PsyOps abgefahren ist, weil der so specialmäßig KSK Typ und voll der Geile war, so nach dem Motto. Das war der Infanteriezug übrigens. Ja, genau. Bis es dann zu zwei Erlebnissen, also nee, das erste war auf einer Patrouille, Fußpatrouille. Ich hatte mich schön in den Shop gesetzt, mit dem Shopkeeper dort mein Gespräch geführt. Der Alpha sagte so, wir gehen jetzt los. Ich gab ihm das Handzeichen, ich brauche noch 5 Minuten, weil ein bisschen verabschieden in Afghanistan sollte man auch. So kulturell bedingt, so ein bisschen Ein- und Ausstieg ist immer gut. Und der Alpha ging los. Und ich stand da, konnte so schnell aus dem Gespräch nicht raus und hatte noch zwei ANPler, mein Sprachmittel und mich. Und die ANPler sagten, Mensch, wenn die jetzt schon weg sind, lass uns doch den kurzen Weg nehmen, die gehen jetzt nämlich den langen Weg. Wo ich gesagt habe, nee, ihr bringt mich jetzt bitte zu meinen Infanteristen zurück, weil das finde ich echt doof. Dass der Alpha und ich uns danach ausgetauscht haben und der sagte, wenn ich sage, wir gehen, bist du auch fertig mit dem Gespräch, konnte ich ein bisschen aberziehen. Spätestens als wir den Unfall in Kunduz City hatten. Das war so ein Ding, und da muss ich ein bisschen einsteigen, wir waren als Zimiker, sind wir nicht nur die Laberbacken, sondern sind auch eine Art Flohschadensoffizier, wie man es aus frei laufenden Übungen in Deutschland kennt. Wenn irgendjemand was kaputt macht, versuche ich den Besitzer zu finden und das mit ihm zu kompensieren irgendwie. Dafür habe ich zufälligerweise $200,000 auf der Tasche. Dauerhaft. Entweder vor Ort oder wenn das Geld nicht ausreicht, weil es mal 40 mal 40 Meter Baumwollfeld ist, was wir mit dem DAX umgepflügt haben, dann muss ich es anders weiterverleiten, alles was anderes. Wir kamen rein aus dem PAT zurück, also Kunduz, sollten wir wieder ins DHQ fahren, nachdem wir 8 Stunden Ruhe hatten. Spät abends und auf einmal meldet das schließende Fahrzeug, wir hatten hier gerade einen Unfall, wir sind über ein Zivilfahrzeug gefahren. Stellen Sie sich vor, ein TPZ Fuchs über einen Toyota Corolla. Das ist 99%, also Toyota Corolla passt zu 99% in Afghanistan übrigens. Der Alpha wusste in dem Moment, okay, irgendwie muss das jetzt geklärt werden mit der Polizei. Andererseits müssen wir da jetzt auch Sicherung aufbauen. Woraufhin ich nur gesagt habe, pass auf, du kümmerst dich überhaupt nicht um die Polizei und um die Zivilbevölkerung. Das übernehme ich jetzt für dich, kümmere dich um die Sicherung. Und in dem Moment hat er kapiert, welche Arbeitsentlastung zum Beispiel so ein Zimiker ihm bringt. Dass er danach, obwohl wir nachts um 2 reinkamen und um 4 Uhr wieder auf Patrouille gehen sollte, regelmäßig beantragt hat, dass er Zimik dabei hat, war dann die Folge. Dass natürlich noch hier und da ein paar Annehmlichkeiten bei rauskamen, die es natürlich offiziell nicht gibt, die CIMIC so leistet vor Ort, ist was anderes.
dass ich den Alphas diese kleine rote Katze besorgt hatte, die vorhin zu sehen war, wo Maurizio damals auch dabei war, die sich dann so wohlgefühlt hat hinter meiner MP. Zwischen Weste und MP ist was anderes. Nein, also wie gesagt, die Alphas hatten es dann irgendwann kapiert von der Seite her. Aber auch da war anfänglich, die hatten nicht verstanden, wofür Simic da ist. Mhm. Und wo der Vorteil ist. Mittlerweile weiß, glaube ich, jeder in diesem Raum, wofür Simic. Mehr Werbung als alles für diese Einheit machen kann ich gar nicht, ja, oder? Glaub mir, ich habe genug Personalgespräche gemacht in den letzten Monaten. Hier wollen mehr als genug zu Simic. Über Nachwuchs brauche ich euch keine Gedanken machen. Okay, gut. Nochmal Leutnant Birke. Doch noch eine Anmerkung dazu? Ja, los, hau raus. Der Kamerad da unten, ne? Das war unsere schwerste Waffe. Ne? Wie viel hat er abgenommen? Er musste auch immer an den Kamelaugen, habe ich ja schon gesagt, rumknabbern. Okay. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage speziell zu Simic. Im Zusammenhang mit dem Konzept der Counterinsurgency. Über was für Mittel konnten Sie denn verfügen, mal abgesehen von den Geldmitteln, die Sie gerade erwähnt haben, aber auch gerade in Zusammenhang mit dem Auswärtigen Amt oder mit anderen NGOs oder mit Soforthilfe, wenn es um infrastrukturelle Probleme ging, Brücken, Straßen, diese Dinge? Also, nochmal zu dem, was ich vorhin sagte. Streichen Sie bitte Dachlatten, Schulen, Brunnen. Wir haben generell, da muss ich jetzt theoretisch werden, das Geld, was ich auf der Tasche hatte, war sogenanntes Entschädigungsgeld oder vor Ort Versorgungsgeld. Also wenn wir bei einer Operation haben was gemacht, die 4 Tage im Winter ging, abgesessen, durchgehend, dass wir einen Truckunternehmer gemietet hatten, der uns das von A nach B transportiert hat, wenn wir was kaputt gemacht hatten, womit ich das bezahlen konnte, das Haus, was wir uns gemietet hatten, etc. Das war so Truppgeld, was aber unter strengen Reglements war. Also tatsächlich alles, was wir kaputt gemacht hatten und was wir uns gemietet hatten eigentlich, war davon zu zahlen. Dann gibt es das Handgeld-Kommandeur. Entgegen der Meinung eines jeden, der irgendwann mal Bataillonskommandeur werden wird, nein, davon können Sie sich nicht alles kaufen, weil es Ihr Geld ist. Dieses Geld ist zu... Es gibt 9 Punkte, unter denen man es verwenden kann. 8 davon sind ziemlich bezogen, der 9. ist PsyOps. Ne, meistens auch noch unter operativ-taktischen Dingen nur einzusetzen und so weiter und so fort. Also wenn irgendwo eine Brücke kaputt ist, bestes Beispiel, im Chardra hatten wir das, die wurde regelmäßig weggesprengt von den Insurgents, dort lag dann eine Biberbrücke drüber und als sich die Lage stabilisiert hat, haben wir im Oktober, glaube ich, rum vom Handgeld-Kommandeur in 2 Maßnahmen diese Brücke wieder neu gebaut, weil die Lage sicher war und weil es halt einfach operative Geschwindigkeit rausnimmt, über eine Biberbrücke zu fahren. Dass es der Bevölkerung auch was gebracht hat, war was anderes. Für uns war die operative Notwendigkeit gegeben. Deswegen Handgeld-Kommandeur. Das Auswärtige Amt hatte nicht mehr viel Geld. Die haben Anfang des Jahres 2011 in einem Großansatz, über Cluster Approach rede ich jetzt gar nicht, Gelder ausgeschüttet in Höhe von, ich meine, es waren $600,000, die einfach sofort in den Distrikt Chardra geflossen sind, als sofortige Infrastrukturaufbaumaßnahme, die natürlich unter CIMIC koordiniert worden ist vor Ort. Also die Gelder wurden zweckgebunden vom Auswärtigen Amt an CIMIC übergeben. Aber ansonsten hat CIMIC kein Geld. Wenn ich angekommen bin und gesagt habe, ich habe da eine Möglichkeit, wo ihr eventuell ein Projekt machen könnt, habe ich denen das vorgelegt. Wenn sie Geld hatten, haben sie es eventuell umgesetzt, eventuell über uns. Aber ansonsten verfügt CIMIC eigentlich über gar kein Geld. Das ist nämlich genau das Ding, was aus dem Kosovo und aus allen anderen Dingen ein bisschen im Kopf drin bleibt. Wir haben nichts mit Projekten zu tun. Wenn wir Projekte oder Maßnahmen machen, sind sie aus operativ-taktischer Notwendigkeit geschehen. Aber nicht aus irgendwelcher, oder sagen wir es anders, wir sind keine Wiederaufbauhelfer in Uniform. Damit haben wir nichts zu tun. Wir sind ein Aufklärungsmittel, was eventuell mit Maßnahmen versucht, die operativen Dinge zu beschleunigen bzw. anzutreiben. Gut. Ich werde jetzt mal, nee, ich brauche das nicht. Ich lege jetzt einfach mal fest, dass wenn jemand eine CIMIC-Frage hat, dass er im Anschluss an diese Diskussionsveranstaltung direkt zum Kapitän Lothar Schreider hingeht und wir diesen CIMIC-Touch so ein bisschen verlagern auf das, was Sie danach vielleicht noch wissen wollen. Du stehst ja mit Sicherheit noch zur Verfügung hier im Anschluss. Okay, gut. Jetzt nochmal direkt an mich vielleicht zur Operationsführung, Taktik, irgendwas. Okay, ja. Leutnant Schnier, ich hätte eine Frage zu den Fähigkeiten und Eigenschaften, die ein Kampftruppenoffizier im Einsatz besonders benötigt und welche dieser Fähigkeiten und Eigenschaften unter Umständen nicht von dem nachgeordneten Bereich abgefangen werden können, wenn der Offizier sie halt nicht hat. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da müsste ich jetzt ja über mich selber sozusagen reflektierend und auch lobend irgendeine Antwort zu geben. Ich sage mal das, was ich zu meinen Studenten gesagt hätte, wenn sie mich wieder gefragt hätten, warum soll ich eigentlich studieren? Den Blick, den sie bekommen in einem solchen Studium,
den erkennen Sie vielleicht noch nicht am Anfang Ihres Studiums und nicht während Ihres Studiums, aber den erkennen Sie zum Ende Ihres Studiums. Zum Ende Ihres Studiums, spätestens wenn Sie zurück in die Truppe gehen, erkennen Sie, dass sich irgendwas in Ihrem Kopf geändert hat und Sie dieses, ich sag mal, dieses Scheuklappendenken ablegen oder zu einem gewissen Teil ablegen und einfach einen Überblick für Dinge kriegen, die Sie vorher gar nicht hätten erfassen können in Ihrer Komplexität. Und deswegen halte ich das Studium grundsätzlich für wichtig. Aber das mal so als Einstieg dazu. Ja, ich bin jetzt nicht der jetzt der absolute Waffenspezialist ist oder sonst irgendwas oder sich jetzt mit dem Schützenpanzer Marder in Gänze im Detail auskennt. Dafür habe ich meine Spezialisten. Sie müssen lernen, Auftragstaktik auch tatsächlich anzuwenden. Und das ist nicht einfach. Also wenn Sie in die Truppe kommen und wollen, dass es so läuft, wie Sie es möchten, dann fällt es schwer, sozusagen nur linke, rechte Grenze vorzugeben und das einfach laufen zu lassen. Denn wenn Sie direkt draufschauen und die gesamte Zeit da dienstaufsichtstechnisch mal gucken, was der da macht, werden Sie das Gefühl bekommen, okay, hier kommt ein Schlag rein, den will ich nicht, ich befehle jetzt mal dazwischen. Auftragstaktik heißt, Sie setzen eine linke Grenze, setzen eine rechte Grenze und lassen laufen. Und die Zugführer haben das auf dem Kasten. Die Portopäer und Offiziere haben das gefressen und wissen, was sie da tun. Und diese Leine so locker zu lassen, das ist nicht einfach. Sie lassen locker, denken, na, und plötzlich schwenkt er in eine Richtung, wo sie denken, ach, guck an, die Absicht hat er doch verstanden, er kommt dahin, wo ich will. Aber irgendwie mit einer anderen Denkweise, einem anderen Ansatz, als sie das vermutet hätten. Das ist was sie definitiv haben sollten. In gewissen Bereichen so eine gewisse Vorbildfunktion, also dass sie jetzt nicht die riesen Wampe da vor sich her schleppen, ist schon so ein bisschen wichtig, gerade bei Kampftruppensoldaten, die doch auch neben dem, was sie im Kopf haben, halt durchaus auch andere Faktoren da reinspielen lassen, ob sie sie jetzt wirklich komplett akzeptieren und so weiter und so fort. Sie müssen die Belastung ihrer Männer teilen und auch der Frauen natürlich. Das heißt, auch wenn der Schreibtisch voll ist mit allem möglichen Kram, und das gilt im Heimatdienst genauso, muss die Zeit da sein zu sagen, okay, ich komme jetzt mal mit euch mit und mache das, was ihr in der Schlammzone tagtäglich leistet. Ja, und ansonsten, okay, dann doch wieder Eigenwerbung. Ich habe in der nächsten Univoc, oder Werbung von Leutnant Grimse, in der nächsten Univoc habe ich einen Artikel, der heißt, ich glaube, davor, dabei, danach, wechselnde Schwerpunkte einer Einsatzkompanie. Ich habe Schwerpunkte für jede Phase meiner Kompanie gesetzt, einen Schwerpunkt vor, oder drei Schwerpunkte vor dem Einsatz, drei Schwerpunkte während des Einsatzes und drei Schwerpunkte nach dem Einsatz. Und die haben sich im Realitätsabgleich als zweckmäßig erwiesen. Das sind so Sachen wie körperliche Fitness und Ähnliches. Wenn Sie das lesen, dann haben Sie eigentlich so ein bisschen einen Eindruck davon, was da für Dinge notwendig und relevant sind. Keine Ahnung. Spieß, irgendwelche Ergänzungen? Auftragstaktik ist, glaube ich, der Kern. Und es ist nicht einfach, das muss man lernen. Also es klingt in der Theorie alles total toll und jeder meint, das verstanden zu haben. Aber ich treffe immer wieder und bin auch da immer wieder auf Menschen getroffen, die das zwar propagiert haben, aber nicht wirklich gemacht haben. Aber das ist der Kern. Ich denke schon. Okay. Ja? Gut. Okay. Weitere Fragen? Herr Lottern von Schilling, Hauptmann, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie, ich glaube, 2010 schon mal im Einsatz waren. Inwieweit hat das Ihnen für den Einsatz geholfen? Was haben Sie da mitgenommen? Was haben Sie da gemacht? Vielleicht können Sie da ein bisschen was drüber erzählen. Okay. Generell, die Bundeswehr macht das meiner Ansicht nach ziemlich gut. Die gewährt nämlich Führungspersonal die Möglichkeit, bei ihren Vorgängern oder Vorvorgängern mal über die Schulter zu schauen und zu gucken, real, was machen die im Einsatz. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Als ich 2010 den Auftrag bekommen habe, nach Afghanistan zu gehen und dann auch noch Kompaniechef, Kampfkompanie in Chardara, da hat mich das erstmal wie ein Schlag ins Gesicht getroffen. Da war ich absolut nicht darauf vorbereitet, gerade weil wir Lehrbataillon sind und Auslandseinsätze in Afghanistan zumindest in großem Stile noch nicht bei uns vorgekommen sind. Und ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Sie haben diesen Auftrag, Sie haben eine Handvoll einsatzerfahrener Soldaten bei sich in der Kompanie und plötzlich heißt es, nee, also hier Orts- und Häuserkampf, ja, und auf- und abgesessen, Grenadiere im Wald, Panzervernichtungstrupp und so weiter, es war alles gut, aber jetzt geht's nach Afghanistan. AED-Bedrohung, ein komplett anderes Themenfeld. Und ich habe mir krampfhaft Informationen zusammengesammelt über Soldaten, die ich mir irgendwo gesucht habe, die Vorträge bei uns gehalten haben. Über
Dinge, die ich mit meinen Zugführern am Sandkasten besprochen habe, wo ich gesagt habe, ey, pass auf, in Afghanistan folgende Sachen, was machen wir denn da? Setzt doch mal eure Panzer, wie würdet ihr das denn jetzt hier machen? Keine Ahnung, und alle mit den Schultern gezuckt. Es gibt keine Vorschrift, ja, wie machen wir denn so eine ID-Suche? Ja, dann hier in Hammelburg mal irgendwas zusammengeschrieben, da eine Taschenkarte, ja, irgendwie so. Und so finden sie erstmal so Standards und werden so langsam sicherer. Und jetzt konkret auf Ihre Frage. Es hat natürlich enorm geholfen, dass ich da unten war, 2 Wochen, 2010 einmal, Hauptmann Schröder, hatte ich gesagt, dem über die Schulter geguckt habe und gesehen habe, was er da 2 Wochen lang gemacht hat. Das hat mich wirklich geschockt zu der Zeit. Ich hätte das nicht erwartet. Ich habe das auch in der Presse so nicht wahrgenommen. Auf Handgranatenwurfweite haben die gegen den Feind gekämpft. Und zwar tagtäglich. Mit Verwundeten, Traumatisierten und so weiter und so weiter. Das war echt hart. Und bin dann kurz vor dem Einsatz einen Monat vorher nochmal hingeflogen, meinem direkten Vorgänger über die Schulter schauend, und habe geguckt, was er da macht. Und so konnte ich das, was ich mir mühsam zusammengetragen habe, aus irgendwelchen Berichten, auch aus Medienberichten, aus Videos, die wir uns einfach angeguckt haben, die beim ZDF gelaufen sind, okay, was ist denn die Realität da? Das konnte ich in Abgleich bringen mit der wirklichen Realität dort unten. Ich habe mir Informationen abgegriffen und konnte das dann für die Kompanie umsetzen. Mittlerweile gibt es da einiges. Die Bundeswehr musste auch da einen Lernprozess durchmachen. Aus dem Einsatz lernen, diese Broschüre, die ist seit 1-2 Jahren etabliert. Da kommen wirklich Berichte aus der Schlammzone und da kriegen Sie auch wirklich ein Bild, was da relevant und notwendig ist. Aber Sie müssen tatsächlich über Ihren Kasernzaun hinaus Informationen zusammensuchen. Wenn Sie einsatzerfahrene und ausgebildete Soldaten haben, wird das einfacher. Und das haben wir jetzt in unserem Verband natürlich. Aber es gibt auch neue Szenarien. Ne? Mal gucken, was man da dann so braucht. Okay, gut. Weitere Fragen? Es ist auch schon ganz schön spät. Okay, da haben wir noch eine. Gut. Also mich stört das nicht, ne? Aber ich will hier keinen irgendwie informell zwingen, dass er jetzt hier sitzen bleiben muss. Fragen Sie. Leutnant Dieter, meine Frage knüpft da einigermaßen an. Ich wollte wissen, wie es so nach dem Einsatz und auch während des Einsatzes das Gefühl war mit der Einsatzvorbereitung. War die jetzt wirklich optimal oder sollte die Bundeswehr dann noch ziemlich viel nachholen mit der Ausrüstung und mit den Sachen, die man vielleicht beim Gütz macht und mit den Übungen? Die waren schon recht gut. Also die Einsatzvorbereitungen de facto, die Übungsplätze, die man durchläuft, da gibt es diesen Viertakt, ich weiß nicht mehr genau, was es beinhaltet, eine ZAIAKK, also die direkte einsatzvorbereitende Ausbildung, dann einen Schübs-Durchgang im Schießübungszentrum, ein Gütz-Durchgang, Gefechtsübungszentrum und Hammelburg war es noch, das Übzentrum Infanterie. Da laufen sie durch und das gibt einen guten Einblick. Also das eine qualitativ ein bisschen besser, das andere qualitativ ein bisschen schlechter. Aber Sie kriegen da tatsächlich eine gute Voraussetzung. Die militärischen Fähigkeiten, die Sie im Heimatdienst erlangen, helfen Ihnen dabei. Das war uns vorher nicht so bewusst, aber wenn Sie in meinem Fall das Panzergrenadiergeschäft oder im Falle meiner Kompanie das Panzergrenadiergeschäft beherrschen, dann können Sie bestimmte Dinge da einfach drauf transferieren. Das geht nicht bei allem, aber bestimmte Grundsätze sind da und die sind da auch nicht großartig anders. Und diese Übungsplätze, die laufen also durch, da lernt man sehr, sehr viel. Da läuft man auch gegen eine Wand und denkt sich, ey, wie soll das hier alles klappen? Aber man ist zum Ende der Ausbildung mit einem relativ guten Gefühl da und kann sagen, okay, jetzt kann es losgehen. Oder hoffentlich geht es endlich los. Das, was der Kompaniechef da mit den grauen Haaren gesagt hat, das habe ich ja auch schon unterstrichen. Und ne, mein Spieß hat Fotobeweise, dass ich vor 2 Jahren noch eine andere Haarfarbe hatte. Wo der große Haken ist, ist, dass das parallel zu vielen, vielen anderen Dingen läuft. Wir haben uns überschlagen in Einsatzvorbereitung, es war irre. Also da sind wir haben in der Kompanie Leute, die sind da durchgebrannt. Die waren am Ende, die liegen lang. Die konnten im Einsatz das erste Mal wieder durchatmen und ich glaube, da ist auch aufgrund der Auftragslage, die das Bataillon immer noch hat, auch noch nicht jeder aus der Burnout-Spirale raus, sage ich ganz deutlich. Ich war da auch nicht weit von weg. Es läuft zu viel parallel. Wenn Sie diese Einsatzausbildung, diesen Viertakt in diesem halben Jahr mit allen Ihren Soldaten, mit allen Unterstützern, die Sie in Afghanistan haben, gemeinsam ruhig durchlaufen könnten, wäre das hundertprozentig in Ordnung. Aber Sie müssen parallel die Lehrgänge beschicken. IGF-Daten müssen nachgewiesen werden. Okay, jetzt habe ich gerade einen Querschuss zu meinem Vorgesetzten hier verteilt. Das ist an Uni, aber tatsächlich vielleicht noch ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, was wir da alles gemacht haben. Es war irre. Ich kriege es auch gar nicht mehr zusammen. Sie haben aber nie alle auf dem Hof, haben nie alle da und sagen so, wir sind jetzt die, die in den Einsatz gehen. Da sind welche krank, da gehen welche auf Lehrgänge, da sind die Fahrzeuge nicht da, da müssen welche den 90-5er machen. Sie laufen dann hinterher im Sanitätsbereich. Es ist Wahnsinn.
Okay, mein Spieß juckt schon im Finger. Reichen Sie das Mikro mal hoch, der hat da auch noch was zu beizutragen. Ja, ich möchte auch was zu sagen. Das fängt schon auf politischer Ebene an, dass man keine ganz klare Aussage kriegt, was für Kräfte muss man überhaupt aufstellen. Und bis die Politiker dann irgendwann eine Entscheidung gefällt hat, ist die Zeit so weit fortgeschritten, dann kommt eine Dienstposten-Besetzungsvorschlagsliste. Auf diese Listen dürfen sie aber nur Soldaten setzen, die die dementsprechende Einsatzdauer haben. Wenn man das nicht macht, kriegt man was auf die Finger gehauen, wie wir, für den Zug Masa Escharif, was eigentlich nur positiv war. Aber wenn sie das nicht machen, kommen sie so in Zeitverzug. Wir haben Aladdin-Piloten gehabt, ja, Panzergrenadiere dürfen auch Aladdin fliegen. Die sind nachträglich ins Einsatzland gekommen, weil wir sie ganz einfach nicht mehr ausgebildet bekommen haben. Das ist ein Wahnsinn. Was der Hauptmann sagt, Ressourcen mit rübernehmen. Wir waren 12 in Afghanistan, wir gehen 14 nach Afghanistan. Ich als Kompaniefeldwebel sage, nein, wir werden 14 kaum noch Ressourcen haben, weil das kostet alles Geld. Und wir entlassen heute reihenweise unsere Stabsgefreiten, Oberstabsgefreiten. Das ist jetzt keine Kritik, das ist Fakt ist das. Ich will dafür keinen verantwortlich machen. Das heißt aber, dass wir nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres, faktisch wieder bei Null anfangen und wieder schlecht ausgebildete Kraftfahrer haben. Wieder schlecht will ich nicht sagen, also jung ausgebildete Kraftfahrer, jung ausgebildete Richtschützen. Und da kranken wir heute noch dran. Wir kriegen kaum erfahrene Mannschaftsdienstgrade weiter verpflichtet. Und das ist ein echtes Problem. Gut. Okay, noch eine wichtige Frage, die keinen Aufschub duldet. Ich sage mal, die Kräfte 2 Bravo, die können die mir auch später noch stellen. Ich bin ja hier noch eine Weile vor Ort. Oder all diejenigen, die an der Uni sind. IG Infanterie und Kameradschaft Grenadiere, wir sehen uns dann nachher sowieso noch kurz. Ich werde da, ich sage mal, eine halbe Stunde später auftauchen, auch eine halbe Stunde da bleiben. Sie können schon mal anfangen. Ich stoße aber sicherlich dazu, da können Sie mich auch noch mal löchern. Und für alle anderen stehen wir beide hier vorne, auch nach diesem Vortrag, noch für Fragen zur Verfügung. Wenn es ganz, ganz dringend ist und das heißt, ich muss hier in Einsatz oder ich habe hier ein ganz wichtiges Projekt, ich brauche eine Antwort, dann können Sie mir auch eine Mail schreiben. Erwarten Sie nicht direkt eine Antwort, aber ein paar Tage später reagiere ich irgendwie auf jeden Fall darauf. Okay. Fernich Etavaria, Herr Hauptmann, ich habe eine Frage, die vielleicht nicht alle betrifft, vor allem vielleicht aber die wenigen Luftwaffensoldaten hier. Ich persönlich bin für einen Objektschutz eingeplant, kann sich natürlich alles mal ändern, aber es ist natürlich jetzt interessant, wo wir die Kooperationen von Infanterie und Marine gehört haben, des Heeres und der Marine und jetzt die Kooperation mit ja, der Luftwaffe. Es gab passiert auch das, dieses Joint, was man eben gelehrt bekommt an den Offizierschulen? Okay, da muss ich... Ich kann das nur in Teilen beantworten, da kannst du vielleicht noch besser darauf antworten. Können das Mikro schon mal nach vorne geben. Ich hatte fachfremd verwendete Luftwaffensoldaten auch bei meinen Unterstützungskräften dabei. Also ein Sanitäter kann ja durchaus mal Angehörige der Luftwaffe sein. Und ein EODler bei uns war auch Luftwaffenangehöriger. Aber das war halt nicht der Kern dessen, was die da gemacht haben. Ich weiß nicht, Objektschutz war auch schon in Afghanistan. Ich weiß nicht, sehe ich Frau Hauptmann-Meyer hier irgendwo? Nicht mehr, okay. Gut, kann ich nicht beantworten. Bitte? Also die Obis sind einerseits die was? Einsatz-Obis, Objektschützer. So haben wir sie in Mess genommen. Also, Sie haben es vorhin gesehen, Januar bis April 2010 war ich in Masai Sharif. Ob ich mir da Sporen verdient habe, glaube ich weniger. Ich war der Animationsoffizier, dann Betreuungsoffizier. Aber auf jeden Fall gab es da Obis. Und zwar im Einsatzgeschwader Masai Sharif, Objektschutzgruppe. Das waren die Jungs, die... einerseits mit den Kroaten zusammen, glaube ich, Feldlagersicherung betrieben haben, der Standard-Objektschutzauftrag, aber auch in der sogenannten Blue Box Masai Sharif natürlich mit sogenannten Dorffeldwebeln die Dörfer besucht haben. Was ich als Zimiker von diesen Dorffeldwebeln halte, sage ich jetzt nicht. Herzlich willkommen in der Realität. Wir haben die Streitkräftebasis, dort können Sie überall hinkommen. Sie sehen es, ich war als Marinesoldat unten, wir haben im Zimik-Zentrum sogar ehemalige Sanitätsfeldwebel, die irgendwann aus dem Bereich rausgegangen sind. Wir haben Objektschützer der Luftwaffe, wir haben ehemalige Panzerleute, wir haben Heeresfliegerfeldwebel, die auf einmal bei uns landen. Also bei CIMIC finden Sie jeden, würde ich fast sagen, also definitiv jeden. Und was das angeht, genauso in der SKB haben Sie die EODler, unser U-Boot-Team, die beiden Oberbootsleute unten auch als EODler unterwegs. Das finden Sie überall.
aber nicht im reinen Joint-Gedanken, sondern im Sinne von Streitkräftebasis. Da, wo sie hinversetzt werden, sind sie. Und da machen sie ihren Job. Und das kann sie treffen, überall, wo die Streitkräftebasis ist, wenn man sie bei der Luftwaffe in Objektschutzbataillonen nicht braucht. Okay, gut. Dann noch weitere Fragen, die fürs große Plenum wichtig und unaufschiebbar sind. Ich stelle fest, keine. Gut, dann beenden wir jetzt hier nach 2,5 Stunden den Vortrag. Das war länger, als ich dachte, mit einem größeren Plenum, als ich dachte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Erfolg im Einsatz, wenn es da immer mal hingeht.